Ja, schönen guten Nachmittag zusammen. Ich freue mich, Sie ganz herzlich begrüßen zu dürfen im Namen der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen zu unserer heutigen Veranstaltung hier an der Freien Universität Berlin. Mein Name ist Oliver Hasenkamp. Ich arbeite im Generalsekretariat der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen oder kurz der DGVN und darf Sie heute als Moderator durch diese Veranstaltung leiten. Ja, wir sind heute mal an einem für uns als DGVN etwas anderem Veranstaltungsort hier an der Freien Universität in Berlin-Dahlem. Und ich freue mich, dass so viele von Ihnen, so viele von euch den Weg hierhin gefunden haben. Möchte aber natürlich auch insbesondere diejenigen begrüßen, die sich zusätzlich noch online zu dieser Veranstaltung zugeschaltet haben. Und bedanke mich an der Stelle auch direkt bei meinen Kolleginnen und Kollegen, die sich hier vor Ort um den Livestream kümmern. Als DGVN ist es uns ein Anliegen, uns durchaus auch in kritischer Weise mit den Vereinten Nationen und ihren Prozessen auseinanderzusetzen. Und genau das wollen wir auch heute tun, wenn wir auf die Verhandlungen zur Agenda 2030 zurückschauen. Die Agenda 2030, das werden Sie alle sicherlich wissen, das ist ja die große Vision der Vereinten Nationen für eine bessere Zukunft für die Menschen und den Planeten, die sich insbesondere durch die Ziele für nachhaltige Entwicklung, also diese 17 SDGs, so die englische Kurzform, die hier vorne auch auf dem Banner neben mir abgebildet sind, kennzeichnen. Und natürlich wollen wir nicht nur zurückblicken auf die Verhandlungen zur Agenda 2030 und schauen, was vielleicht die Schwächen und die Stärken in diesem Verhandlungsprozess gewesen sind, sondern wollen das Ganze insbesondere auch mit einem Blick in die Zukunft tun und schauen, welche Lehren wir aus diesen Verhandlungen ziehen können. Anlass für die heutige Veranstaltung ist die Studie Nachhaltige Entwicklung und globale Ungleichheit, die heute hier erstmals, wenn ich das richtig sehe, vor einem Publikum vorgestellt wird und dann natürlich auch diskutiert wird. Die Studie stammt von Dr. Albert Denk, hier von der Freien Universität Berlin oder genauer gesagt vom Zentrum für, nee, vom Forschungszentrum für Nachhaltigkeit des Otto-Suhr-Instituts für Politikwissenschaft hier an der Freien Universität Berlin. Und ganz herzlichen Dank an dich, Albert, dass du ja, uns die Studie gleich vorstellen wirst und dich dann auch zusammen mit uns der Diskussion der Studie widmen wirst. In der Studie und auch in der anschließenden Diskussion heute wird es, und ich reiße jetzt nur ein paar Stichworte ganz kurz an, unter anderem um die Machtverteilung in den Verhandlungen gehen. Um die Frage, wie eine möglichst ausgewogene, inklusive und partizipative Beteiligung an UN-Verhandlungen, insbesondere vielleicht an Verhandlungen, bei denen es um eine globale Zukunftsvision geht, aussehen kann. Es soll um die Kohärenz der Agenda 2030 gehen und um die Frage, ob es in der Agenda vielleicht Widersprüche gibt, die auch schon im Verhandlungsprozess möglicherweise begründet sind. Und es soll mit Blick in die Zukunft um die Frage gehen, welche Reformen sind denn notwendig, um ein Scheitern des Anspruchs der Agenda 2030 zu verhindern und in Zukunft eine bessere Umsetzung solch globaler Zielsetzungen zu ermöglichen. Albert, du hast dabei ja durchaus einen auch etwas kritischen Blick auf die Agenda 2030 und die Verhandlungen in deiner Studie präsentiert, über die wir dann heute auch diskutieren können. Und ich kann jetzt schon vorab sagen, dass diese Einschätzung sicherlich nicht alle, die dann später auf dem Podium mit dabei sein werden, teilen werden. Ich freue mich also durchaus auf eine lebendige und vielleicht auch in Teilen kontroverse Diskussion.
Eine Diskussion, in die wir natürlich dann auch Ihre und eure Fragen aus dem Publikum sehr, sehr gerne mit einbeziehen wollen. Ich freue mich, neben dir, Albert, noch vier weitere Gäste auf dem Podium dann später begrüßen zu dürfen, die ich kurz schon einmal vorstellen möchte. Und zwar ist das zunächst David Donoghue. Er ist Botschafter Irlands hier in Deutschland gewesen, aber auch Botschafter seines Heimatlandes bei den Vereinten Nationen in New York und in dieser Funktion einer der Co-Fazilitatoren, wie man das nennt, also quasi der Co-Vermittler im zwischenstaatlichen Verhandlungsprozess zur Agenda 2030 gewesen. Es ist eine große Ehre, dass Sie heute hier bei uns sind und dass Sie uns mit Ihren Eindrücken aus erster Hand sozusagen von den Verhandlungen auch Ihre Sicht der Dinge schildern können. Und vielen Dank auch dafür, dass Sie sich auch auf Deutsch hier der Diskussion stellen. Dann haben wir Gabriele Köhler. Die ist Entwicklungsökonomin und derzeit beim UN-Forschungsinstitut für soziale Entwicklung, kurz UNRWS, blickt aber darüber hinaus auf eine jahrzehntelange Karriere innerhalb der Vereinten Nationen zurück. Ich freue mich, dass wir Nora Theumer heute außerdem hier bei uns haben. Sie ist Mitglied im Vorstand von UN Women Deutschland und war außerdem eine Jugendbeobachterin, die von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen ausgewählt worden ist und als Teil der deutschen Delegation an der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen teilgenommen hat vor einigen Jahren, kann uns also auch aus einem anderen UN-Verhandlungsprozess noch aus erster Hand berichten. Und dann, zu guter Letzt, aber auf jeden Fall last but not least, haben wir auch Professor Dr. Theo Rauch, auch hier von der Freien Universität, heute bei uns. Er ist außerplanmäßiger Professor, mittlerweile im Ruhestand, am Zentrum für Entwicklungsländerforschung am Geografischen Institut an der FU Berlin gewesen, unter anderem, aber auch mit eigenen entwicklungspolitischen Erfahrungen im Ausland bei der GTZ, dem Vorgänger der heutigen GIZ, heute mit dabei. Ich freue mich, dass Sie alle mit dabei sind. Herzliches Willkommen natürlich auch nochmal an Sie alle. Bevor ich das Wort nun an dich, Albert, übergebe, ohne noch mehr zu reden, für die Vorstellung der Ergebnisse deiner Studie, möchte ich noch kurz zwei Hinweise geben. Zunächst erst einmal möchte ich mich dafür entschuldigen, dass anders als geplant keine Getränke bereitstehen. Das tut mir wirklich sehr, sehr leid. Das war anders geplant. Die sollten eigentlich aus der Mensa kommen. Da hat es technische Probleme gegeben, dass das jetzt nicht geklappt hat. Und so haben wir jetzt ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Madelina, dass du das so kurzfristig noch möglich gemacht hast, zumindest für die Referentinnen, Referenten vorne Getränke. Also ein herzliches Entschuldigung an der Stelle. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Es tut mir aber sehr leid. Das war so nicht der Plan. Das bringt mich dann aber zum nächsten Punkt. Wie wir auch im Vorfeld angekündigt haben, besteht im Anschluss an diese Veranstaltung für diejenigen, die darauf noch Lust haben, die Möglichkeit, noch mitzukommen zum weiteren Austausch in das Restaurant Luise. Das ist etwa 10 Minuten von hier entfernt, direkt am U-Bahnhof Dahlem-Dorf. Und da können Sie auch gerne schon mal drüber nachdenken, ob Sie da dann noch dabei sein möchten. Das würde uns freuen. So viel erstmal von meiner Seite. Und jetzt übergebe ich aber wirklich das Wort an dich, Albert. Ganz herzlichen Dank, Oliver Hasenkamp, für die freundlichen Worte eingangs und auch für die Organisation hier. Zusammen haben wir diese Veranstaltung heute ins Leben gerufen, um eben einen Blick in diese Studie Ihnen ermöglichen zu können. Ich freue mich, dass so viele auch hier sind, an die Berliner Peripherie raus nach Dahlem gekommen sind, um sich heute Abend hier mit der UN und den Entwicklungszielen zu beschäftigen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, die UN-Entwicklungsziele. Das ist ein Thema, das dieses Thema ist noch lange kein Mainstream. Das ist ein Thema, wo ich selbst in meiner Forschung
viele Dinge unter sehr schwierigen Umständen erst erlangt habe. Material, Zugänge zu Dokumenten, Zugänge zu Personen, wo ich schon stark gemerkt habe, dass es sich hier immer noch um ein sehr hierarchisch, sehr hohes Projekt handelt, was es eben noch nicht in die Allgemeinheit geschafft hat. Was ich heute machen möchte, ist Ihnen die Ergebnisse vorzustellen aus einem Forschungsprojekt, das mehrere Jahre lief. Ich habe mir die Verhandlungen angesehen und möchte Ihnen kurz erstmal einen Überblick geben, was ich heute vorstelle. Zum Ersten möchte ich Ihnen erstmal die Relevanz dieses Themas näher bringen. Weshalb ist es überhaupt wichtig, sich mit den SDGs und mit der UN Agenda 2030 zu beschäftigen? Danach kurz zur Einordnung die Fragestellung meiner Forschung und die theoretische Verortung, also durch welche Linse habe ich das Ganze betrachtet, um es einfach zu sagen. Darauf folgt das Forschungsdesign, also welche verschiedenen Schritte ich unternommen habe, wie ich welche Daten ich verwendet habe, um zu meinen Thesen zu kommen. Es folgt dann eine Ergebnispräsentation mit 4 zentralen Befunden. Ich habe weitaus mehr herausgearbeitet, aber nach meiner Einschätzung sind die 4 Befunde, die ich heute präsentieren werde, die ganz zentralen. Schließen möchte ich mit transformativen Elementen, soweit zumindest einen Anstoß zu geben auf der Grundlage meiner Forschung, was denn zu Veränderungen führen könnte. Lassen Sie mich direkt starten, die Zeit ist kurz. Was ist eigentlich die Relevanz dieses Themas? Zuallererst ist es die Problemhaftigkeit. Also wir haben verschiedene Krisen, die sich in einer Polykrise zusammentun. Wir haben zum einen die Überschreitung von 6 von insgesamt 9 planetarischen Grenzen. Viele von Ihnen kennen die Studie von Böckström, Johann. Wir haben verschiedene sozialökonomische Ungleichheiten. Oxfam International bringt jedes Jahr eine neue Studie raus. Dieses Jahr schreiben sie, dass die 5 reichsten Männer der Welt seit 2020 die Vermögen verdoppelt haben, während 60% der Weltbevölkerung weniger inzwischen haben, also verloren haben. Aber nicht nur die 5 reichsten, sämtliche Milliardäre haben hinzugewonnen, über 30%, das sind ungefähr 1.000 Menschen auf der Welt. Also man hat eine extreme Ungleichheit, die sich weiter polarisiert. Wir haben relationale Ausbeutungsstrukturen, Konfliktlagen. Offensichtlich sind die beiden großen Zäsuren unserer Zeit, Israel-Palästina und Ukraine-Russland. Aber darüber hinaus gibt es so viele weitere Konfliktlagen, die nicht auch in Vergessenheit geraten sollten. Von Jemen, Syrien, Sudan, Myanmar, es gibt so viele Orte auf dieser Erde, wo weiterhin gegenwärtig kriegerische Konflikte stattfinden. Also wir haben eine Problemhaftigkeit, die in dieser Agenda adressiert wird. Die Aktualität, diese Problemlagen sind, wie ich bereits gesagt habe, weiterhin aktuell. Und wir haben eine Agenda, die jetzt gerade läuft. Sie hat begonnen 2016 und sie läuft bis 2030. Also wir sind mittendrin in diesem Prozess. Es ist eine ganz aktuelle Agenda und daher höchst interessant, auch da nochmal drauf zu schauen, wie es zu dieser Agenda eigentlich kam und was dahinter steht. Und das Dritte ist noch zur Themenrelevanz der Umfang. Es handelt sich ja um globale Reichweiten. Also wir haben globale Problemlagen. Denken Sie beispielsweise an die Covid-19-Pandemie, eine globale Problemlage. Und gleichzeitig haben wir hier ein Staatenbündnis oder eine Staatengemeinschaft, wie sie sich selbst nennt, von 193 Mitgliedstaaten. Das sind alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die dieser Agenda zugestimmt haben. Also wir können hier von einem Weltvertrag sprechen. Soweit zur Themenrelevanz. Ich bin der Frage nachgegangen, aus einer soziologischen und politologischen Perspektive. Diese Frage lautet, welche Machtkonfigurationen bestanden im und welche Wissensformen ergaben sich aus dem Konstitutionsprozess der Entwicklungsagenda der Vereinten Nationen. Zentral 3 Punkte, Machtkonfigurationen. Hier geht es also um Akteure. Ich habe mir die Akteure angesehen. Wer ist hier eigentlich beteiligt gewesen? Das zweite, Wissensformen, also Inhalte. Worüber wurde gesprochen? Was wurde verhandelt? Was sind die Ergebnisse? Was wurde nicht besprochen? Was wurde vielleicht während den Verhandlungen noch ausgegrenzt? Und eben der Konstitutionsprozess, also es geht zentral um den Verhandlungsprozess, der hier zu den Ergebnissen geführt hat. Ich möchte daher gar nicht so sehr die Ergebnisse einordnen, vielmehr, wie es eigentlich dazu kam, zu diesen Ergebnissen. Wir sind hier an einem wissenschaftlichen Ort, deswegen ist es mir wichtig, die theoretische Verortung kurz zu präsentieren. Ich habe mich hier mit dem Ansatz der Wissenspolitologie
beschäftigt nach den beiden Politologen Nullmeier und Rüb aus Deutschland. Sie sehen, der Ansatz wurde vor 30 Jahren entwickelt. Für mich ist es immer noch ein hochaktueller Ansatz. Es geht eben um die Rekonstruktion der Aushandlungen und genau hinzusehen, was ist eigentlich, welches Wissen hat welche Geltung erlangt. Also geht es darum, dass manches als gültig beschrieben wurde, als ungültig, teilweise gültig. Diese Prozesse, diese Feinheiten herauszuarbeiten, da hatte ich ein großes Interesse in meiner Arbeit. Zum Forschungsdesign, ich habe verschiedene Schritte unternommen, das heißt verschiedene Schritte der Datenerfassung. Zuerst einmal eine theoriebasierte historische Annäherung. Ich habe mich auf Grundlage von Theorien mit vor allem den drei zentralen Konzepten hinter der Agenda beschäftigt. Das ist die Staatlichkeit, das Konzept der Entwicklung und zuletzt das Konzept der Nachhaltigkeit. Sie werden bei der UN-Agenda 2030 immer wieder auf den Begriff der nachhaltigen Entwicklung kommen. Das sind zwei Konzepte, die ich mir in ihrer Entstehung während dem Verlauf der Vereinten Nationen genauer angesehen habe. Als zweites habe ich eine Inhaltsanalyse vorgenommen der Verhandlungsprotokolle. Es gab 13 Kernsitzungen, es gab darüber hinaus noch mehr Konsultationen, es gab auch Internetbefragungen, aber zentral für dieses Vorhaben sind 13 Sitzungen in einer sogenannten offenen Arbeitsgruppe. Diese 13 Sitzungen haben in New York stattgefunden. Den Sitzungen vorausgegangen ist ein Umfragebericht des damaligen Generalsekretärs, der alle Mitgliedstaaten befragt hat hinsichtlich der nachhaltigen Entwicklung. Und dieses Datenmaterial, Sie sehen es, das ist sehr umfangreich, von knapp 100.000 Wörter, die habe ich mir angesehen. Kleine Ergänzung noch, wie so oft bei den Vereinten Nationen findet man in diesem Protokoll nicht Länderzuschreibung. Da steht nicht drin, Deutschland hat gesagt, Punkt. Da steht drin, many oder some oder solche Begriffe. Der Chatham House Rules, vielen von Ihnen ist das bestimmt bekannt. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das mit anderen Veröffentlichungen abgeglichen, insbesondere das IISD, also einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die auch protokolliert hat und dort die Länderzuordnungen beschrieben hat und veröffentlicht hat. So konnte ich manche Dinge zurückverfolgen. Aber Sie sehen schon, wie schwierig das ist, hier Länderzuordnungen vorzunehmen. Ja, was drittes, eine Akteursanalyse gemacht der aktiv Beteiligten. Aktiv bedeutet, hier konnte ich feststellen, dass ein Sprechanteil während den Verhandlungen vorgenommen wurde. Hier hat jemand gesprochen. Ich habe dabei Listen erstellt von 180 DiplomatInnen, 90 ExpertInnen. Die müssen Sie sich so vorstellen, die kommen teilweise aus den Donnerorganisationen der Vereinten Nationen, teilweise aus der Wirtschaft, teilweise aus der Wissenschaft und teilweise aus der Zivilgesellschaft. Ich werde dazu noch genauer drauf kommen, wer dahinter steckt. Als letztes habe ich diese Analysen noch gegengeprüft, wenn man so will, mit einer Analyse von ExpertInnen-Interviews. Ich habe verschiedene Menschen aus dem Prozess interviewt, von verschiedenen Ebenen, von ganz oben bis ganz unten, kann ich sagen. Die Namen sind anonym, deswegen werde ich sie hier nicht veröffentlichen. Die sind aber in meiner Arbeit mit meinen Betreuern veröffentlicht worden. Also die haben die eingesehen. Das sind verschiedene Hintergründe. Das können von den Vereinten Nationen Menschen sein, das können aus der Wissenschaft Menschen sein oder aber auch von der Zivilgesellschaft. Das waren wirklich entscheidende Personen im Prozess, die ich hier mit interviewt habe, die ganz wesentlich auch im Anfangsstadium dabei waren. Also das hat schon eine hohe Aussagekraft, diese 16 Interviews. Teilweise mehrere Stunden lang, also ein sehr umfangreiches Material. Die zentralen Befunde, wie gesagt, insgesamt sind es 4 Stück, die sich mit verschiedenen Unterpunkten jetzt hier darstellen. Zuallererst habe ich den Befund der Unterrepräsentation marginalisierter Stimmen. Das heißt, wenn aus einer Machtperspektive, Sie haben privilegierte und marginalisierte Stimmen. Im Falle von Staaten können wir sagen, dass die Selbstzuschreibung der entwickelten Staaten eine privilegierte Position ist. Und hier, was ich auch gezeigt habe, der Least Developing Countries, der am wenigsten entwickelten Staaten, dass wir eine marginalisierte Stimme. Nur 13% der am wenigsten entwickelten Staaten, also von der Gesamtsumme dieser Gruppe, waren beteiligt in den offenen Arbeitsgruppen. Besonders unterpräsentiert sind Länder Afrikas und Asiens. Hier ist es so, dass, muss man schauen, ob ich hier Zahlen dazu noch nennen kann. Aber jedenfalls ist es so, dass hier auch ein deutlicher Kontrast festzustellen ist, weil in den Schriftstücken finden Sie immer wieder Zuschreibungen von afrikanische Länder sind besonders betroffen oder haben einen besonderen Entwicklungsbedarf, müssen besonders unterstützt werden. Also da ist quasi eine Defizitzuschreibung und gleichzeitig werden aber diese Länder nur unterrepräsentiert gehört in diesem Setting. Also es wird über Bedürftige, wenn Sie so wollen, gesprochen in diesem Zettel. Wir können sehen, dass
wenn Sie die Menschen in den Verhandlungsprozessen mit Redeanteil sich insgesamt ansehen, das ist im Bereich der Diplomatie 22% bei den Frauen ist, also das ist ein sehr geringer Anteil, ist fast nur jede fünfte Person war eine Frau von Seiten der Diplomatie. Bei der Gruppe der Expertinnen, das sind eben wieder diese vier Blöcke, die ich hier aufgezeigt habe, also die Mitarbeitenden der Vereinten Nationen in den Sonderorganisationen oder im Sekretariat, wirtschaftliche Vertreter, wissenschaftliche Vertreter oder zivilgesellschaftliche Vertreter, da sind es 28% in diesem Block. Also auch ein sehr geringer Anteil. Auch hier wieder ein Widerspruch, weil es gibt ein eigenes Entwicklungsziel, das Entwicklungsziel 5 zur Geschlechtergerechtigkeit, was eben genau diesen Missstand beschreibt, dass es eben Frauen benachteiligt sind. Und gleichzeitig sind in dem Verhandlungsprozess eben ganz wenig Frauen dabei. 91% der Expertinnen wurden im globalen Norden ausgebildet. Was habe ich gemacht? Ich habe mir von den beteiligten Expertinnen habe ich mir die Lebensläufe angesehen. Das ist ganz interessant, das geht heute sehr einfach, wenn Sie auf LinkedIn gehen. Über LinkedIn finden Sie die Lebensläufe vieler dieser Menschen, nicht aller, aber vieler. Und dann sehen Sie, an welchen Bildungseinrichtungen diese Menschen studiert, promoviert oder auch als Mitarbeitende gearbeitet haben. Auffallend ist, dass jede siebte Person in diesem gesamten Pool an der Harvard University war, in einer Einrichtung in den USA. Eine andere sehr prominente Einrichtung bei der Columbia University in New York. Sie sehen schon an diesen beiden Beispielen die Nähe New York als Verhandlungsort und die Nähe der Ausbildungsorte. Da ist schon eine erste verdächtige Nähe zu beobachten. Ich werde da im späteren Verlauf noch näher drauf zurückkommen. Ungleiche Stimmanteile auch bei den Expertinnen, wenn wir auf deren Herkunft schauen, also Herkunftsasymmetrien habe ich das genannt. Die europäischen Staaten mit 27%, der größte Block vor den USA, der größte Einzelstaat mit 17%. Also da sehen Sie schon diese beiden Staaten des globalen Nordens oder des geopolitischen Westens, wie Sie es auch framen wollen, sind hier ganz dominant gewesen, was die Anteile bei den Stimmen angeht. Zentralität des Standorts New York, Grenzmacht USA, habe ich hingeschrieben. Es gibt Beispiele, wo selbst im diplomatischen Dienst Menschen nicht in die USA einreisen durfte. Es gab dieses prominente Beispiel des iranischen Außenministers, der von den USA am Flughafen festgehalten wurde und der durfte nicht zu den Vereinten Nationen, zum Headquarter nach New York. Also es gibt eine bedeutende Machtposition der USA in diesem Kontext der Verhandlungen in New York, weil man eben über die New Yorker Flughäfen zu diesem Headquarter nimmt, was dann letztlich ein extraterritoriales Gelände ist. Aber eben zuerst muss man durch die USA. Deshalb habe ich mir gedacht, an dieser Stelle mal kurz nochmal mit Ihnen einen Blick auf die notwendigen Privilegien zu werfen, die man benötigt. Ich möchte ganz kurz eine Umfrage machen. Wenn die Frage zutrifft, bitte ich Sie ganz kurz die Hand zu heben. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz drei Fragen stellen. Die erste ist, klingt vielleicht banal, aber bitte beantworten Sie es trotzdem. Wer von Ihnen hier in diesem Raum ist denn schon einmal mit einem Flugzeug geflogen? Also ich sehe nahezu alle, vielleicht sogar alle, ich möchte es gar nicht exakt auswerten, nur ein Stimmungsbild, das war zu erwarten. Also Sie sind ungefähr mit 20% der Weltbevölkerung im selben Pool. Die Mehrheit der Menschen ist noch nie geflogen, hat noch nie ein Flugzeug betreten. Es braucht enorme Privilegien, um erstmal in ein Land wie die USA zu kommen. Wer von Ihnen in diesem Raum ist schon mal in die USA eingereist? Ein sehr, auch hohes Ergebnis, aber hätte ich gar nicht so erwartet, aber bestimmt 2/3, wenn nicht mehr. Also Sie sind hier, ich habe das mal für mich heruntergerechnet, inklusive der StaatsbürgerInnen der USA und allen, die mit Visa, mit touristischen Visa einreisen und auch beruflich einreisen, da sind Sie im einstelligen Bereich. Also die Bevölkerung der USA ist bei guten 4% und dann kommen vielleicht nochmal 2% von Menschen, die einreisen, hinzu. Also in der Größenordnung der Privilegien befinden wir uns. Letzte Frage noch ganz schnell. Wer von Ihnen war schon im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York? Also das ist die Hälfte des Raumes in etwa. Also das ist auch eine enorm hohe Zahl. Selbstverständlich im Rahmen der DGVN ist das wenig verwunderlich. Aber dennoch möchte ich darauf hinweisen, dass wir hier, das ist meine Schätzung jetzt, aber wahrscheinlich in einem Bereich von 0,1% liegen, wenn wir noch weniger, die jemals in dem Hauptquartier der Vereinten Nationen waren. Was ich damit symbolisieren möchte, ist, dass es doch enorme Privilegien braucht, dass die Privilegien stark ungleich verteilt sind. Wir sind hier in Berlin, wir sind im globalen Norden, wir sind in einer Blase, die sich mit den Vereinten Nationen intensiv auseinandersetzt. Und viele von uns waren schon da, aber für die ganz, ganz große Mehrheit bedeutet dies
keine direkte Einflussnahme auf diese Verhandlungen, keine Zugänglichkeit. Es gibt seit den SDGs gibt es inzwischen die Videoaufnahmen, was dann große Veränderungen herbeigeführt hat, dass man zumindest über Videos das Ganze verfolgen kann. Aber die Möglichkeit, da vor Ort hinzugehen, sich reinzuhocken, sich das anzusehen, die ist doch sehr, sehr gering für die ganz große Mehrheit der Weltbevölkerung. Und das liegt auch daran, dass, wie ich eben gesagt habe, die USA auch ein sehr restriktives Land ist, was die Einreise angeht. Das liegt auch an den Lebenshaltungskosten, an den Reisekosten in die USA. Also das sind alles so Punkte, die hier mit beachtet werden müssen, auch bei der Wahl des Verhandlungsortes. Zivilgesellschaftliche Teilhabe war sehr selektiv, 2/3 aus dem globalen Norden. Das ist ein Eindruck, den ich nach den Interviews gewonnen habe, dass es eigentlich keine Fundamentalkritik an den Vereinten Nationen gibt, bei denen, die hier beteiligt waren. Es ist auch so, dass ich inzwischen gehört habe, dass es starke Bemühungen gibt, gerade bei der Zivilgesellschaft den Anteil der Menschen aus dem globalen Norden zu erhöhen und dass nach den Verhandlungen zu den SDGs das auch schon erfolgreich sein soll. So wurde mir gesagt, vor allem, ich habe mit Sandy Gabison mal gesprochen, der hatte mir das bei einer Veranstaltung erzählt, bei den Major Groups sei das inzwischen verändert. Also hier, ja, hier scheint es seit den Verhandlungen doch deutliche Verbesserungen zu haben, ergänzt. Kommen wir zu dem zweiten zentralen Befund, hierarchisierende Zweiteilung der Weltbevölkerung. Also wenn Sie sich diese Abschlussdokumente anschauen, an 67 Stellen finden Sie so Aussagen. Ich habe mal eine beispielhaft herausgeholt. All countries take action, with developed countries taking the lead. Also die klare Vorreiterrolle liegt hier bei den entwickelten Ländern. Also das ist schon eine Selbstbeschreibung von einer Geltung, die eben über vielen anderen Ländern steht. In den Protokollen, wenn Sie sich die ansehen, da finden Sie das hundertfach, wo diese Vorreiterrolle, die Besserstellung der Developed Countries zu finden ist. Interessant ist dies, weil immer wieder auch die Behauptung hier vorgetragen wurde, dass es diese Zweiteilung auch gar nicht mehr gäbe. Aber hier gibt es, wie gesagt, hundertfache Beweise, dass es die weiterhin gibt. Gleichzeitig mit der Besserstellung auf der einen Seite findet auf der anderen Seite eine Defizitbeschreibung statt, eine Unterlegenheitskonstruktion von Entwicklungsländern. Ich habe wieder zwei Beispiele mitgebracht. South-South und Triangular Cooperation are growing in importance. Also es ist schon anerkannt, aber they can complement, but not replace North-South Cooperations. Also es braucht immer den Norden. Der ist hier entscheidend. Ohne den Norden geht es nicht. Developing countries need additional resources for sustainable development. Also man sieht hier auch hier die zusätzliche Ressourcen, Defizit. Das Defizit wird hier klar zugeschrieben. Ich komme auch gleich nochmal dazu, zur Konstruktion von diesen beiden Gruppen. Interessant ist, wenn Sie sich mit der Entstehung des Begriffs Entwicklung und der Zuschreibung von Entwicklungsländern und entwickelten Ländern beschäftigen, dann kommen Sie unweigerlich auf die Gründung der Vereinten Nationen 1945. Damals wurde dieser Begriff der Entwicklung bei den Vereinten Nationen eingeführt. Und damals war das noch eine Beschreibung von Staaten ohne Selbstregierung. Das waren die Treuhandgebiete. Und damals waren es nur 50 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, die hier quasi festgelegt haben, wer als entwickelt und nicht entwickelt gilt. Und hinzugefügt werden muss noch, dass zu dieser Zeit die Mehrheit der Weltgesellschaft unter kolonialer Unterdrückung war. Also das ist wieder so eine Zuschreibung von oben herab, die heute gar nicht mehr reflektiert wird, beziehungsweise reproduziert wird, indem man weiterhin diese Kategorien benutzt. Kein Staat kann als entwickelt begriffen werden. Also wenn wir den Maßstab der SDGs ansetzen, dann ist das einfach von niemandem erfüllt komplett. Einteilungswidersprüche vielleicht ganz kurz. Denken Sie an Katar, an deren ökonomische Stärke und denken Sie beispielsweise an Griechenland, dann klappt diese Zuteilung nicht mehr mit, dass Griechenland aus dem Block der entwickelten Länder besser dastehen würde in dieser Hinsicht als beispielsweise Katar aus dem Block der Entwicklungsländer. Ich versuche ein bisschen aufzunehmen. Ich glaube, ich habe schon die Zeit maßlos gesprengt. Also Legitimierung von Wirtschaftswachstum. Armutsbekämpfung ist ein Klassiker hier. Armutsbekämpfung priorisiert. Sie sehen das hier in diesem Zitat. Highest Priority steht auch als Ziel Nummer 1. Wir haben gleichzeitig eine Notwendigkeitskonstruktion von Wirtschaftswachstum. Also hier als grundlegende Bedingung für Armutsbekämpfung und Wachstum benannt. Die übergeordnete Priorität auch. Also Sie sehen schon, ohne Wirtschaftswachstum scheint es nicht zu gehen, laut dieser Agenda, die eben universell gilt. Diese Ziele sind alles Ziele, die universell gelten und eben nicht partikular stehen. Man hat eine kartellartige Wissensvergemeinschaftung.
Also es werden hier Rechtfertigungen vorgetragen in den Interviews, dass es gäbe keine Alternativen. Es gibt gleichzeitig sich widerlegende Beschuldigungen. Die einen sagen, es ist der globale Norden, der daran schuld ist, dass man weiterhin auf diese Zweiteilung rekurriert. Die anderen sagen, es ist der globale Süden. Man findet dann auch Belege für beides. Also es sind dann eigentlich Widersprüche, die hier gegenüberstehen. Es gibt die Entdramatisierung. Das heißt, es sei gar nicht so schlimm, diese Zweiteilung. Das wäre jetzt nur hier auf dem Papier. Und eigentlich wäre das gar nicht so. Gleichzeitig werden Debatten darüber verhindert. Es wird dieses Thema tabuisiert in den Aussagen. Also das sind so Erkenntnisse aus den Interviews hier. Zeigen, mit welcher Problematik hier eigentlich auch umgegangen wird. Ganz häufig findet eine Auslagerung in die Zukunft statt. Das ist eben die Problemlage beim Wirtschaftswachstum. Alle sozial-ökologischen Schäden, die damit einhergehen, deren Lösung wird einfach in die Zukunft ausgelagert. Ich habe so ein Zitat aus der Arbeit herausgenommen. Also ein Hoffen auf die Zukunft ermöglicht, die verantwortlichen Fragen der Verursachung und damit auch der Schuld zu verweigern. Also die Verursachung von ökologische Schulden beispielsweise wird nicht thematisiert. Das vielleicht hier kurz. Vierter, letzter Befund, die Aufrechterhaltung nicht nachhaltiger Lebensstile. Also man hat in den Verhandlungen wenig alternative Deutungen sehen können. Es gibt in der Entwicklungstheorie immer so Klassiker wie Ubuntu, Buen Vivir. Es gibt sich Beispiele aus Bhutan, das Cross National Happiness Product. Es gibt aber auch hier aus, ich sage mal, so globalen Norden, wissenschaftliche Konzepte wie die planetaren Grenzen. Buen Vivir wurde vielleicht, wenn man es mal sehr zugeneigt ist, dem in der Einleitung kurz mit einem Rekurs auf Mother Earth integriert, aber sonst eigentlich nicht. Und die planetaren Grenzen, könnte man sagen, die haben auch teilweise einen Eingang gefunden, aber sonst war frühzeitig Schluss mit alternativen Deutungen hier in der Debatte darüber, was denn Entwicklung bedeutet. Und so heute in den Sozialwissenschaften in Deutschland wird ja vor allem Entwicklung und globale Solidarität ersetzt. Das kann ich sagen. Es gibt eben diese drei Antwortmuster von den Menschen, die ich interviewt habe. Es gibt die Rechtfertigungen, es wird dann auf Ressourceneffizienz verwiesen, auf die Innovationen, die alles lösen werden. Es gibt diese Angst davor, eine Härte jetzt zu erfahren, deswegen will man sie nicht ändern. Es gibt Schuldzuweisungen, das habe ich schon gesagt, mal sind es die einen, mal sind es die anderen, mal sind es die fehlenden Daten. Also deshalb kann man das nicht ändern oder einschätzen. Und es gibt diese Entdramatisierungen, übliche Politik, fehlende Wirksamkeit, Verbesserung. Klassiker ist auch zu sagen, ja, mehr ging nicht, das war der bestmöglichste Kompromiss. Das sind so Klassiker, die wir kamen bei den Interviews. Interessant finde ich noch die Situiertheit der Beteiligten. Also es hat auch so einen gewissen Charakter des Ungewollten. Es ist, wie gesagt, ein Kreis an sehr privilegierten Menschen, die verhandelt haben, die eine exzessive Ressourcennutzung, etwa beim Flugkonsum, zutage legen. Dementsprechend vielleicht auch wenig überraschend, dass es keine Zielsetzungen zum Flugverkehr gab. So Bemessungen des ökologischen Fußabdrucks, das wurde nicht verhandelt. Interessant fand ich auch, dass direkt zum Anfang der Import von den OPEC-Ländern kam, den ölfördernden Ländern, dass sie nur mitverhandeln, wenn es keine Thematisierung des Endes von fossilen Energieträgern gibt. Und das finde ich schon ja, wirklich hervorhebbar, weil Nachhaltigkeit, eine Entwicklungsagenda, die Nachhaltigkeit thematisch zentral stellt und dann das Thema, das am meisten mit Nicht-Nachhaltigkeit in Verbindung steht, die fossilen Energienutzung, das mit dem im Vorfeld ausschließt, das finde ich schon sehr markant einfach auch hier. Ja, Vorreiterrolle der entwickelten Staaten habe ich schon gesagt, widersprüchlicher Entwicklungsbedarf. Es ist ja so, dass wenn wir uns die ökologischen Fußabdrücke der Staaten des globalen Nordens ansehen, dann sind die Länder, die heute als entwickelt beschrieben werden, eigentlich die, die am meisten in der Handlungsnotwendigkeit stehen, sich zu verändern. Ich habe eine Reihe an transformativen Elementen herausgearbeitet. Ich würde jetzt sagen, zeitlich müsste ich wahrscheinlich jetzt zum Ende kommen. Das heißt, zwei, drei, vier Minuten haben wir schon. Okay, dann möchte ich doch noch kurz darauf eingehen. Also in meiner Arbeit habe ich auf Grundlage der Ergebnisse versucht, transformative Elemente herauszustellen. Also welche Ansatzpunkte gibt es eigentlich, Dinge zu verändern? Also wo kann Politik auch vielleicht ansetzen, was zu verändern? Wo kann Gesellschaft ansetzen, was zu verändern? Und eben diese zwei Ebenen finde ich wichtig zu adressieren, weil es sind zwei unterschiedliche Wege. Man kann das einerseits durch eine Demokratisierung der Vereinten Nationen verfolgen, meiner Meinung nach. Also das sind verschiedene Punkte, die ich gleich auch listen werde. Und das andere wäre jenseits der Vereinten Nationen weltgesellschaftlich
sich versuchen zu organisieren, zu institutionalisieren, vor allem auf Grundlage globaler sozialer Bewegungen, der Zivilgesellschaft der globalen. Das wäre so ein Weg, der jenseits der Vereinten Nationen stehen würde. Ich hatte den sowieso nicht eingeplant für die Präsentation. Ich wollte ihn tatsächlich auch nur für die heutige Debatte im Rahmen der DGVN vor allem die Elemente zur Demokratisierung der Vereinten Nationen vorstellen. Ich öffne gleich mal die ersten vier. Ich hatte den Verhandlungsort schon prominent gestellt. Also eine Rotation des Verhandlungsortes sehe ich zentral. Es geht um den Zugang zu den Verhandlungen. Es geht aber auch um die Problemnähe. Viele der Probleme, die verhandelt werden, sind nicht in New York anzutreffen, sondern aber East Side von Manhattan. Also wenn Sie an Armut, Hunger, fehlende sanitäre Einrichtungen denken, ja, das gibt es natürlich auch in anderen Fällen dort, aber in der Tendenz sind das andere Orte. Ich hatte in dem Buch den Vorschlag auch gemacht, um möglichst viele Menschen zu ermöglichen, an diesen Verhandlungen zumindest beobachten teilzunehmen, dass man das doch in dem Land machen sollte, dass die meisten Menschen in der Welt die Einreise ermöglicht. Das wäre doch mal ein Anreiz. Da landen sie dann schnell in so Ländern wie Togo oder ich glaube Samoa war noch ein weiteres Land. Also das sind dann eher kleineren Länder, die jetzt machtpolitisch nicht allzu prekär stehen und vielleicht gerade deswegen auch nicht die Notwendigkeit haben, so viele Menschen daran zu hindern, einzureisen. Genau, das hängt auch immer mit den Businessformen zusammen, die hier verhandelt werden. Ich habe das anfangs mit den Expertinnen beschrieben. Also natürlich hat es auch einen Einfluss, wo die Verhandlungen stattfinden, welche Wissensformen da präsentiert werden, welche Menschen da hinkommen. Ich habe das ja gesagt, selbst viele VertreterInnen des globalen Südens von diesen Staaten haben eben in den globalen Nordinstitutionen studiert, sind dadurch sozialisiert worden, haben diese Wissensformen übernommen und eben nicht im globalen Süden. Repräsentation ist ein Riesenthema meiner Meinung nach. Ich bin zu dieser kurzen Aussage in dem Buch gekommen, es bräuchte weniger Männer, weil man muss natürlich relational sehen. Wer mehr Frauen will, braucht weniger Männer. Mehr im globalen Süden ausgebildete Menschen, mehr im globalen Süden vertretene Menschen. Mehr Zielgruppen einbinden, als Betroffene einbinden, die anhören, welche Lösungen die für ihre Probleme selbst vorschlagen. Die Kategorien stärker beachten von Diskriminierung, von Intersektionalität, dass man versucht eben nicht nur auf Herkunft, auf den Pass von den Menschen zu schauen oder auf das Geschlecht, das sind vielleicht die offensichtlichsten Kategorien, sondern darüber hinaus noch auf viele weitere, also hier Kategorien wie eben auch sexuelle Orientierung, Erfahrung von Rassismus, Rassifizierung, dass man diese Kategorien eben mit einbezieht auch. Und vor allem auch im Sinne einer Demokratisierung Strukturen zur Machtteilung etabliert. Stärkere Einbeziehung möglichst vieler Menschen, also eben eine Demokratisierung lebt davon, dass möglichst viele Menschen daran teilhaben politisch. Und das ist eben bis jetzt noch ganz gering der Fall für eine Organisation, die die Weltgesellschaft sprechen möchte. Eine Sensibilisierung und eine Dekonstruktionsarbeit der Beteiligten, also auch hier ganz klar nochmal herauszuarbeiten, und welche Privilegien eigentlich all diese Menschen mitbringen, dass sie da überhaupt handeln können. Stärkere Einbeziehung von Vergangenheitswissen, das habe ich schon mit der ökologischen Schuld kurz aufgezeigt. Es wird ja gerne auf die ökonomischen Zahlen bei der Entwicklungshilfe verwiesen. Schon in den 90er Jahren war die ökologische Schuld, die man eben auch ökonomisch bemessen kann, hundertfach größer bei den Ländern des globalen Nordens, als was sie an Entwicklungshilfegeldern in die Südländer überwiesen haben. Widersprüche auflösen. Wenn Sie denken, dass Armut über diese 1,95 Euro zu bemessen sind, dann haben Sie vielleicht den UN-Indikator hier der Weltbank im Kopf. In Deutschland im Armutsbericht wird das relational bemessen. Das ist so, dass man schon bis zu einem Fünftel der Gesellschaft als arm oder von Armut bedroht bezeichnet. Aus einer relationalen Perspektive wird es nie ein Ende, eine Bekämpfung von Armut geben. Aus dieser Sichtweise geht es eigentlich viel mehr darum, zu sagen, okay, anstelle von Wirtschaftswachstum bräuchte man Verteilung. Es geht viel mehr um Umverteilung. Diskurse über Migration, die mit vor allem sicherheitspolitischen Maßnahmen beantwortet werden, auch die müsste man nochmal dekonstruieren. Die Vorreiterrolle der OECD habe ich schon beschrieben. All diese Widersprüche könnten natürlich viel mehr Legitimität auf den Ergebnissen liefern. Das Ablegen der Kategorisierung nach Entwicklungsstand, das habe ich schon erwähnt. Und zuletzt mehr Transparenz schaffen. Und da bin ich bei meinen einleitenden Worten, dass nicht nur ich als forschende Person Schwierigkeiten hatte, an viele Informationen zu kommen. Ich glaube, dass auch
für alle, die als BeobachterInnen hier teilnehmen wollen an diesen Verhandlungen oder überhaupt sich mit den SDGs beschäftigen möchten. Dankenswerterweise Organisationen wie die DGVN haben vielleicht in Deutschland, wo es auch Übersetzungen gibt von verschiedenen Berichten, aber es doch viele, viele Schwierigkeiten gibt. Also zur Teilnehmerstruktur gibt es keine Informationen über diese Verhandlungen. Es gibt, niemand weiß, wie eigentlich diese ExpertInnen da ausgewählt wurden, die da gesprochen haben, wie es zu diesen Bündnissen kam, wie die Troikas im Einzelnen sich gebildet haben. Also da habe ich dann in manchen Interviews gehört, das waren einfach alte Bekanntschaften schon im Fall von Deutschland. Man kannte sich gut mit den französischen Kollegen und mit den Schweizern, das war ganz offensichtlich. Also da schon auch nochmal mehr globaldemokratische Prinzipien zu integrieren. Und wie ich gesagt habe, im Endeffekt profitiert davon auch die Arbeit der Vereinten Nationen und führt zu einer höheren Legitimation auch für eine Agenda zur Reduzierung von sozial-ökologischen Ungleichheiten. Damit bin ich am Ende. Das ist die Literatur, die ich benutzt habe. Ich werde die Präsentation auch gerne der DGVN anbieten zum Teil. Und das ist das Buch, das erschienen ist bei Nomos letztes Jahr. Das beinhaltet vieles mehr, als was ich heute gesagt habe. Und hier haben Sie noch verschiedene Möglichkeiten, auch mit mir in Kontakt auch nach der Veranstaltung zu treten. Ich würde mich freuen, wenn Sie diese Möglichkeit auch nutzen. Und danke mich, dass Sie sich dazu angehört haben. Ja, erstmal ganz vielen Dank an dich, Albert, für die komprimierte Zusammenfassung von vielem zumindest. Du hast ja gesagt, es war nicht alles von dem, was du dann auch in deiner Studie, in deiner Dissertation ja letztlich zusammengefasst hast. Ich glaube, das ist eine gute Grundlage, um jetzt in die Diskussion zu gehen. Erstmal hier vorne auf dem Podium, aber dann natürlich, ich habe schon angekündigt, auch Ihre Fragen einbeziehen, selbstverständlich. Ich würde gerne mit Ihnen, Herr Donoghue, beginnen. Ich hatte ja schon gesagt, Sie sind selber bei den Verhandlungen ja nicht nur beteiligt gewesen, sondern sogar in einer herausragenden Position dabei oder Funktion dabei gewesen, haben vermittelt in dem Prozess. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erstmal eingangs schildern, was genau Ihre Rolle eigentlich gewesen ist und dann Bezug nehmen aus Ihrer Sicht, was sind die Stärken gewesen, was vielleicht auch die Schwächen der Verhandlungen zur Agenda 2030 und inwiefern teilen Sie die Kritik, die Albert Denk gerade geäußert hat oder eben vielleicht auch nicht? Ja, es ist eine große Freude, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Um Ihre Frage zu beantworten, ich war Botschafter Irlands bei der UNO in den Jahren 2013 bis 2017. Und ich habe ja mit Kenia die letzte sogenannte Intergovernmental Phase der Verhandlungen als Co-Vorsitzender geleitet. Ich habe also sehr viel damit zu tun, wie die Agenda 2030 zustande kam. Also ich hatte ja mit dem Drafting, mit der Sprache des Dokuments viel zu tun. Ich war ja auch während der ersten Phase dabei, die Phase, die Dr. Denk geschildert hat, die sogenannte offene Arbeitsgruppe. Ich war dabei, ich war einer von 30 Botschaftern, allerdings nicht als Vorsitzender. Das war derselbe kenianische Kollege, der mit Ungarn die Phase geleitet hat. Ich habe aber trotzdem aus erster Hand diese Phase gründlich verfolgen können und auch daran teilnehmen können. Ich weiß nicht, also wie viel Zeit ich Sie mir überlassen. Erstens möchte ich Dr. Denk gratulieren für seine Studie, die wirklich auf sehr viel Arbeit und sehr viel Analyse basiert. Und ich sehe schon, dass das eine große Leistung ist.
Leider teile ich deine Perspektive nicht. Ich werde ja versuchen, in der kurzen Zeit, die mir zusteht, auf einige Hauptpunkte einzugehen. Und vielleicht kann ich auch die anderen Punkte später eingehen, also während der weiteren Diskussion. Also zunächst einmal, Sie werden mir auch verzeihen, wenn ich ein paar Notizen konsultiere. Erstens finde ich, dass die Studie ein bisschen zu sehr Wert auf den Aushandlungsprozess gelegt. Es war natürlich wichtig, aber es war nicht ausschlaggebend. Ich war selbst dabei, ich weiß im Einzelnen, wie man zu bestimmten Formulierungen, zu bestimmten Zielsetzungen gekommen ist. Ich war also hinter den Kulissen. Ich hatte, wie gesagt, in der zweiten breiteren Phase, die alle 193 Mitgliedstaaten mit einbezogen. Da habe ich also, da war ich, wie gesagt, also ich habe den Stift gehabt. Ich habe ja, ich war ja Handholder praktisch. Und so haben wir also hier jedenfalls die Arbeit ausgelegt. Und muss ehrlich sagen, dass mir bei der Studie gerade diese Phase fehlt. Also natürlich ist Dr. Denk sehr intensiv auf die erste Phase eingegangen, aber er hat also relativ wenig der zweiten Phase gewidmet, wo ich behaupten würde, dass viele Dinge, die für seine These wichtig sind, wo diese Dinge erschienen sind. Etwa hat man in der zweiten Phase sich darauf geeinigt, dass niemand zurückgelassen werden darf. Das nur als Spruch. Ich war ja selbst mehr oder weniger für diesen Spruch zuständig. Und das war wohl einer der Ausbrüche dafür, dass der globale Norden sich in der Tat eine gewisse Schuld gegenüber dem globalen Süden auf sich nimmt. Aber das nur als Beispiel. Wie gesagt, ich hätte ja gerne mehr von dieser zweiten Phase bei der Studie gesehen. In der Tat hatte man während der Verhandlungen, sagen wir mal, zählten meines Erachtens der gesellschaftliche Hintergrund oder der gesellschaftliche Status der Unterhändler, der Delegierten, relativ wenig. Das ist also schon mal einer der Punkte, wo ich mit Dr. Denk nicht übereinstimme. Das Geschlecht der Delegierten oder der Unterhändler war für mich nicht ganz so wichtig, wie es Dr. Denk geschildert hat. Ich kann mich zum Beispiel an einige Frauen aus dem globalen Süden erinnern, die sich sehr intensiv in beiden Phasen engagiert haben und die auch federführend waren, gewissermaßen. Also es kann sein, ich zweifle nicht an der Echtheit der Daten, aber ich kann nur sagen, als jemand, der dabei war in beiden Phasen, dass Frauen in der Tat eine wesentlich größere Rolle gespielt haben, als man vielleicht meinen würde. Die Argumentation über Machtverschiebungen unter den UNO-Mitgliedstaaten, man kommt nicht drum herum. Mitgliedstaaten sind, ob wir es mögen oder nicht, der Eckpfeiler der UNO. So ist die UNO heutzutage strukturiert. Ich weiß selbst ehrlich nicht, was man als Alternative nehmen könnte. Ich meine, man kann ja nicht 9 Milliarden Menschen auf der Welt nach New York einladen, um dort einen Teil an Sitzungen, an Verhandlungen teilzunehmen. Man ist ja, ob zum Guten oder zum Schlechten, man ist ja an Mitgliedstaaten, an 193 Mitgliedstaaten gebunden. Und das ist wohl ist einfach eine Realität und wird auch meines Erachtens, Entschuldigung, künftig auch so bleiben. Also es gibt ja 193 Mitgliedstaaten, bei aller Ungleichheit und bei aller Ungerechtigkeit innerhalb dieser einzelnen Staaten ist das leider die einzige Basis für die Arbeit einer globalen Organisation dieser Art. Es kam bei der Definierung der Ziele auf ein relativ einfaches Vorgehen an. In der Tat hat man natürlich viele
Interventionen, viele Reden im Laufe der Verhandlungen gehört. Und Dr. Denk hat die alle analysiert und das kann ich gut nachvollziehen. Aber in der Tat, wenn es um die Definierung der Ziele, die konkrete Wortwahl und so weiter, wenn es darum ging, wurde das von den Co-Vorsitzenden unterstützt durch den UNO-Sekretariat und die einzelnen Agenturen hinter den Kulissen gemacht. So in der Öffentlichkeit, sagen wir mal so, während der Verhandlungen kam es nicht zu sehr viel detaillierten Verhandlungen über Sprache. Das wurde ja anhand von Experten hinter den Kulissen gemacht. Insofern ist es leicht irreführend, wenn man zu viel Wert auf den gesellschaftlichen Status der Unterhändler legt. Damit übersieht man, dass das Dokument auf eine andere Art und Weise zusammengelegt wurde. Wir haben ja in dieser ersten Phase in der offenen Arbeitsgruppe die 17 Ziele und 169 sagen wir mal, Unterziele erarbeitet. In der Tat, und das macht Dr. Denk sehr klar in seiner Studie, in der Tat wollte man ursprünglich, oder hatte man gemeint, dass man in der zweiten Phase diese Ziele und diese Unterziele raffinierter machen könnte oder vollenden machen könnte. Ich war dabei, ich kann mich gut daran erinnern. Leider kam es nicht dazu. Warum? Weil die Staaten des globalen Südens große Angst davor hatten, dass die ganze Struktur, die wir in dieser ersten Phase erarbeitet hatten, dass diese ganze Struktur in sich zusammenfallen würde, wenn man auch nur daran anfing, daran zu basteln. Also das war die große Angst der Staaten aus dem globalen Süden. Deswegen blieb es bei, sagen wir mal, beim ersten Versuch. Ich gebe zu, dass die Ziele und die Unterziele in vieler Hinsicht unzureichend sind. Das gebe ich völlig zu. Aber es war, sagen wir mal, ein Verdienst des globalen Südens. Ich meine das nicht im negativen Sinne. Ich meine nur, das war, Sie haben das mit einkalkuliert. Sie, das heißt die 134 Staaten der sogenannten Gruppe 77. Die Länder aus dem globalen Süden gehören einer Gruppe an, die bei der UNO Group 77 heißt, in der Tat sind das 134 Länder. Also, um es einfach darzustellen, zwei Drittel der Staaten der Welt gelten als Entwicklungsländer oder Länder, die noch dabei sind, sich zu entwickeln, sagen wir mal so. Und diese Länder haben in der Tat mehr Macht an der UNO meines Erachtens als die übrigen Staaten, weil sie rein zahlenmäßig sagen wir mal, sehr, sehr stark vertreten sind. Jedes Land hat eine Stimme bei der UNO, eine Stimme. Also 193 Stimmen brauchte man, um dieses Paket abzuschließen. Und Sie können da sehen, dass alle 134 Staaten der sogenannten Gruppe 77 mit dem ganzen Projekt einverstanden werden mussten, wenn es überhaupt zu einer Einigung kommen würde. Und damit, ja, ich will das in meiner Zeit nicht überziehen. Ich habe leider sehr, sehr viele Bedenken, die ich ausdrücken möchte. Aber sagen wir mal so, die Stellungnahmen der Delegierten im Saal, das waren so generelle Positionsdarstellungen. Ich wiederhole, es wurde ja nicht verhandelt im Saal selbst. Insofern liegt es ein bisschen, ist das ein bisschen irreführend, wenn man zu sehr auf diese einzelnen Reden hineingeht. Schließlich kam es nicht zu einer Machtdarstellung oder durch einige größere Länder, sondern jedes Land musste mit dem Vorhaben übereinstimmen. Also jedes Land, ob Malawi oder Vereinigte Staaten von Amerika, konnte ein Veto ausüben. Das muss ich betonen. Es ist nicht, als ob der Norden irgendwie entschieden hat, diesen Prozess für sich zu reklamieren oder zu gewinnen. Dr. Denk hat recht. Ich meine, ich stimme
Schon mit einigen Sachen rein. Und nur wegen der Geschwindigkeit hier muss ich ein klein bisschen auf die Kritik eingehen. Aber wir wollten ja alle diesen Begriff Entwicklungsland oder also Developing oder Developing, wie Sie richtig gestellt haben, wir wollten diesen Unterschied abschaffen. Das war das Ziel bei der ganzen Sache. Aber leider kam es doch dazu, dass die Entwicklungsländer selbst fast sich so beschreiben wollten, um sich von der übrigen Welt abzugrenzen. Sie hatten ja so viele, sie hatten so viel Ärger gegenüber, oder sie hatten ja so viele Schwierigkeiten gegenüber dem globalen Nord, dass sie diesen Begriff Developed Countries praktisch weiter benutzen wollten, um sich von den von globalen Norden abzugrenzen. Das sage ich nur mal nicht als volle Erklärung, aber eine Teilerklärung, weshalb wir etwa diesen Satz behalten haben, den Sie richtig geschildert haben, nämlich all developing countries with developing, wie war das? Also ich kenne es natürlich auf Englisch, da hieß es in etwa, dass Entwicklungsländer, dass der globale Norden mehr oder weniger in Führung sein sollte. Ich, in der Zeit, die ich habe, erkläre ich damit, den Satz damit, dass dass die Entwicklungsländer weiterhin ihre eigene Identität so darstellen wollten. Sie seien ja Entwicklungsländer und der globale Norden habe historische Verantwortung dafür und muss diese Verantwortung begleichen. Ich habe ja jede Menge andere Bedenken, aber ich reiche den Mikrofon jemand weiter. Genau. Vielen Dank, Herr für die Beschilderung und auch für die vielen Punkte, die Sie bereits aufgegriffen haben und sicherlich eine weitere Diskussion vertiefen können. Du bekommst natürlich auch nochmal das Wort, Albert, um darauf zu reagieren. Ich würde aber auch mit Blick auf die Zeit erstmal auch den anderen Podiumsgästen auf jeden Fall das Wort geben und wende mich mal an dich, Gabriele. Du hast dich auch ein bisschen intensiver im Vorfeld mit der Studie von Albert beschäftigt, unter anderem, weil du auch für die aktuelle Aufgabe der Zeitschrift Vereinte Nationen der DGVN, die auch ausliegt, eine Rezension auch geschrieben hast. Welche der Kritikpunkte von Albert teilst du und wo hast auch du vielleicht eine andere Einschätzung? Ja, erstmal vielen Dank an Botschafter Donahue, weil es ist so gut auch zu verstehen, was hinter den Kulissen passiert bei solchen Verhandlungen. Und das ist so zwei Ebenen sozusagen. Ich habe es, glaube ich, sehr stark herausgestellt. Auf der einen Seite das, was im Saal sozusagen passiert und dann ja die Behandlungen von eigentlichen Text, der dann immer in kleineren Gruppen und anders verhandelt wird. Wo ich mit Albert übereinstimme und ich glaube, die Differenz ist auch ein bisschen die zwischen der Praxis, und die kenne ich auch, ich habe auch in den Verhandlungen gearbeitet, in UN-Zusammenhängen, und da läuft es ganz anders, als wir als WissenschaftlerInnen oder als AktivistInnen uns das wünschen. Aber wenn ich als Aktivistin jetzt spreche, stimme ich mit dem Albert in zwei Punkten überein. Zum einen, dass diese 2030-Agenda, ihr fehlt die Analyse. Wir reden nicht davon, wir sehen in dem Text nicht, warum gibt es so eine immense Ungleichheit? Warum gibt es immer noch diesen Hunger auf der Welt? Warum gibt es immer diese Konflikte zwischen Supermächten und anderen Mächten oder auch innerhalb von Ländern? Und das, was ich einschätze als bedingt durch die Hyperglobalisierung, wird nicht angesprochen. Es wird in keinem UN-Text, keinem offiziellen UN-Text angesprochen. Es steht allenfalls in Texten das System oder das ökonomische System, aber es wird nicht gesagt, was für ein System es eigentlich ist. Und solange wir nicht irgendwie unseren Finger in diese Wunde legen, was wir für ein ökonomisches gewalttätiges, aber strukturelles gewalttätiges System haben, können wir letztendlich das auch nicht aushebeln im Sinne von zu einer anderen Gesellschaftsform kommen. Und der andere Punkt, mit dem ich mit Albert sehr übereinstimme, ist, dass wir eigentlich sagen müssen, wo wollen wir eigentlich hin? Und für mich wäre das ein ökosozialer Wohlfahrtsstaat, der Gendergerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, die Rechte der Natur zusammenbringt. Und diese beiden Punkte, was Albert sagt,
wollen wie wir oder andere Vorstellungen von einer anderen Verfasstheit unserer Gesellschaft, ist im Text nicht angesprochen. Aber damit zurück an Botschafter Donahue. Ich verstehe schon, das würden die meisten Länder im Saal oder auch in den direkten Verhandlungen gar nicht wollen, dass man das so ausdrücklich sagt. Von daher ist es leicht, jetzt hier im Raum zu sagen, ah, steht nichts über Hyperglobalisierung oder über den Kapitalismus als strukturelle Gewalt. Das sind so zwei verschiedene Herangehensweisen, denke ich, an so Formulierungen von Agenten der Vereinten Nationen. Vielen Dank, Gabriele. Ich würde mal zu Ihnen schauen, Herr Rauch. Auch Sie beobachten die entwicklungspolitischen Agenten der Vereinten Nationen ja schon seit vielen Jahrzehnten. Was würden Sie denn auch mit dem historischen Blick, mit Blick auf die Agenda 2030, aber überhaupt auf die Blick auf die Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt haben, sagen, welche Fortschritte haben wir vielleicht auch erzielt, gerade vielleicht auch mit der Agenda 2030 im Vergleich zu früheren Entwicklungsagenden, bei aller Kritik, über die wir auch sprechen? Ja, ich bin in der Tat, nicht wie meine anderen Diskussionspartnerinnen, Insider in diesen Debatten. Ich habe das immer nur als Zeitungsleser mitbekommen und danach aus den ein oder anderen Analysen, habe aber die ganzen Entwicklungsdekaden eigentlich von der ersten an in den 60er Jahren, jene noch als Studierender, bis heute mitverfolgen können, zum Teil als Wissenschaftler, der sich immer mit Entwicklungspolitik befasst hat, zum Teil aber auch als Mitarbeiter in entwicklungspolitischen Organisationen. Ich möchte aber einen Punkt vorwegschalten, bevor ich zu meiner Bewertung komme. Es ist ja bei der Bewertung dieser Entwicklungsagenda ist es wichtig zu schauen, auf welchem Spielfeld spielen wir da eigentlich. Also ist das nun ein Fußballfeld oder ist es ein Basketballfeld? Nun, was ich damit sagen will, ich glaube, die zentralen Fragen, die Albert Denk kritisch angesprochen hat, die Frage, hilft uns das in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung? Diese Fragen werden nicht in diesem Forum entschieden. Hier geht es einfach, ich sag mal bewusst, nur um Zielsetzungen. Es geht um den normativen Rahmen. Es geht nicht um nachhaltige Wachstumsstrategien, über nachhaltiges Wachstum, über die Möglichkeit eines nachhaltigen Wachstums wird nicht durch die Art der Zielsetzung entschieden. Darüber wird entschieden in der WTO, in den Welthandelskonferenzen. Darüber wird entschieden, wenn es darum geht, wie der Kapitalverkehr besteuert oder nicht besteuert wird, wie weltweite Monopole erlaubt oder vielleicht doch eingedämmt und verhindert werden. Diese Fragen können da nicht geregelt werden. Insofern beschränke ich mich jetzt bei diesem historischen Rückblick darauf, worum geht es eigentlich bei diesen Development Agendas, und was wurde diesbezüglich erreicht? Es geht um nicht mehr, aber auch nicht um weniger als die Entscheidung über die Verwendung von öffentlichen Ressourcen. Also dem, was Regierungen meistens in sozialen Bereichen, aber auch in umweltpolitischen Bereichen dazu beitragen können, in einer mehr oder weniger einer Weltordnung, die durch eine kapitalistische Marktwirtschaft beherrscht wird. An der, ob man sie
nun lebt oder hasst, die UN nichts ändern kann. Und die Development Agenda der UN auch nicht. Ja, zu den Fortschritten oder auch Rückschritten. Als großen Fortschritt und für mich als wichtig für meinen Berufseinstieg in die Entwicklungspolitik empfand ich den Wandel von der ersten zur zweiten Entwicklungsdekade, von einer reinen Wachstumsorientierung hin zu einer dezidierten Grundbedürfnisorientierung und einer direkten Armutsorientierung in den 70er Jahren. Das war für mich subjektiv persönlich das Element, wo ich gesagt habe, ja, auf so eine Agenda konnte ich mich einlassen und unter diesen Bedingungen könnte es Sinn machen, in der Entwicklungspolitik sich zu betätigen, was ich dann auch getan habe. Nun, wie wir alle wissen, 80er Jahre, das verlorene Jahrzehnt, wie es immer so schön oder schlecht genannt wurde, die 90er Jahre, dann der neoliberale, die neoliberale Trendwende, die plötzlich eigentlich die ganzen UN-Entwicklungsagenden ziemlich obsolet gemacht hat, weil die entscheidenden Organisationen, IWF, Weltbank, WTO und die meisten westlichen Regierungen dann total auf diesem marktliberalen Trip waren, der den Regierungen, über deren Ausgaben dann entschieden werden sollte, die Instrumente außer Hand nahm. Weil plötzlich die Gesundheitspolitik, die Bildungspolitik und so nicht mehr Frage von Zielsetzungen war, sondern die Frage von Marktmechanismen wurde. Da lag der Hund begraben. Insofern war jetzt die NDGs 2000 waren diesbezüglich wieder ein Fortschritt im Vergleich zu dieser rein neoliberalen Agenda. Immerhin konnte es erkämpft werden, dass Aspekte der Nachhaltigkeitsagenda resultierend aus Rio 1992 dann wieder mit einbezogen wurden. Zwar inhaltlichen Fortschritt. Und die MDGs waren natürlich eine Agenda, die begrenzt war auf Development Cooperation. Das war ein sehr enges Feld, wenn man die Zweifel, also die bescheidene Bedeutung von Development Cooperation sieht. Aber innerhalb der Development Cooperation gab sie zum ersten Mal eine multilaterale Legitimationsgruppe. In der Development Cooperation musste man nicht mehr sagen, bei Regierungsverhandlungen, wir Deutschen haben folgendes entwicklungspolitische Konzept und dieses möchten wir nun mit euch vereinbaren, sondern man konnte sich damals in den Nullerjahren schon guten Gewissens darauf berufen, wir mit diesem Kooperationsvorhaben verfolgen wir die Ziele 2, 3 und 4 der MDGs, man hatte also eine beiderseits verabschiedete Basis. Das Ganze wurde, und damit komme ich zum Schluss mit den SDGs, das ist jetzt eigentlich die wichtigste Frage, die SDGs haben bei all den Widersprüchen, die im Übrigen bei 193 Unterzeichnerstaaten, sind Widersprüche lebensnotwendig. Anders geht das gar nicht. Das sind Kompromisse und Kompromisse bestehen aus Widersprüchen. Aber der Fortschritt war dann ein Schritt vorwärts in dem, was Sie insgesamt formulieren. Nämlich, es wurde der Norden in seiner Verantwortlichkeit nicht nur als Fürsorger für den Süden gesehen, wie noch bei den MDGs, sondern der Norden wurde in seiner Verantwortung für die eigene Nachhaltigkeit, für die eigene Entwicklung gesehen. Der Norden wurde zum Entwicklungsland gemacht. Und das ist ein enormer Fortschritt, der sich immer wieder bei der entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit hier auch nutzen lässt. Das ist ein Paradigmenwechsel gewesen.
wenn auch viel, der in vielen Köpfen noch nicht angekommen ist. Aber das können wir dann für die Diskussion aufheben. Und Sie haben es bereits gesagt, was für mich ein ganz wichtiger Punkt war in meiner entwicklungspolitischen Argumentation, das übergeordnete Motto: Leave no one behind. Solche Schlagworte, die mag man als Schlagworte lächelnd abwehren, aber sie sind ganz wichtig in jeder Diskussion mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und so kann man immer wieder, wenn es eine exklusive Strategie ist, die da verfolgt wird, mit einer exkludierenden Technologie, kann man die Karte Leave No One Behind ziehen. Also insofern überwiegen für mich bei all den zu Recht genannten Widersprüchlichkeiten eindeutig die Fortschritte. Ja, vielen Dank, Herr Rauch, dass Sie nochmal einige der Fortschritte, die in der Agenda 2030 drinstecken, für noch einige Paradigmenwechsel, könnte man jetzt auch wieder diskutieren. Haben wir im Einzelnen jetzt gar nicht die Zeit, glaube ich, über jeden Aspekt zu diskutieren, aber ein paar können wir öffentlich noch aufgreifen, aber dass Sie das nochmal herausgestrichen haben. Ich möchte jetzt mich an dich wenden, Nora, und du hast in gewisser Weise jetzt das Privileg mit deiner etwas spezifischeren Expertise, nachdem wir noch bisher relativ breit über die Agenda 2030 in den Verhandlungsprozess gesprochen haben, die erste hier auf dem Podium zu sein, die ein bisschen tiefer in ein Thema einsteigen kann. Und zwar hat Albert Denk in seiner Vorstellung ja auch der Studie herausgestellt, dass einer seiner Kritikpunkte an den Verhandlungen zur Agenda 2030 die nicht ausgewogene Beteiligung von verschiedenen Akteurinnen und Akteuren gewesen, seien es Menschen aus dem globalen Norden oder aus dem globalen Süden, insbesondere aber auch von Frauen und Männern. Und ich weiß, dass du jetzt nicht explizit zu den Verhandlungen zur Agenda 2030 sprechen kannst, aber mit deinen sonstigen Erfahrungen würde ich dich gerne fragen, wie schätzt du das denn ein? Oder wie sieht das auch in anderen UN-Prozessen heute aus? Inwieweit werden Frauen dort weiter auch strukturell benachteiligt? Welche strukturellen Hindernisse, Hürden, nicht nur bei den Vereinten Nationen, sondern auch in den Mitgliedstaaten, aber auch in den Verhandlungsprozessen müssen abgebaut werden, um insbesondere Frauen gleichberechtigt dazu beteiligen an Verhandlungen der Vereinten? Ja, vielen Dank dir. Du hast gerade schon gesagt, zur Agenda 2030 eigentlich so viel gelernt. 2015 war ich noch in der Schule, aber habe die Prozesse zur UN-Frauenrechtskommission in den letzten Jahren in verschiedenen Rollen begleitet. Und du hast gerade schon genannt, wenn man sich gerade dieses Thema, wer ist wie beteiligt, angucken will, glaube ich, ist wichtig, so zu unterscheiden, welche AkteurInnen gibt es und auf welchen Ebenen findet diese Beteiligung statt. Und das ist auch schon viel bei den VorrednerInnen durchgeklungen. Auf der einen Seite natürlich in den UN-Organisationen, die auch inhaltliche Zuarbeit leisten. Auf der anderen Seite eben durch die ständigen Vertretungen und die Regierung, die im Endeffekt maßgeblich die Verhandlungen führen, aber eben auch, und ich glaube, dieser Teil ist bislang noch gar nicht so sehr zur Sprache gekommen, spielt natürlich auch die Zivilgesellschaft eine richtig große Rolle, weil es natürlich auch anzuerkennen gilt, dass Regierungen nicht unbedingt alle Bürger immer mit all ihren Interessen auch vertreten und vertreten können. Und ich glaube, auf allen drei Ebenen muss man sich ja genau die Mechanismen angucken, aber es gibt doch irgendwo parallel, dass nämlich Frauen eigentlich überall leider unterrepräsentiert sind, also sei es jetzt in UN-Organisationen, wo einfach die Barrieren zum Zugang unglaublich riesig sind, wo auch es keine unbedingten so fairen, transparenten so Karriereentwicklungswege geht und davon oder darunter vor allem eben Frauen leiden. Auf der anderen Seite, auf Seiten eben der Mitgliedstaaten, so man auch gar nicht allzu weit zu gucken, selbst bei uns im Bundestag, so ist die Beteiligung oder die Repräsentation von Frauen bei knapp einem Drittel. Das ist weltweit in kaum einem anderen Land besser. Und dann eben auch in der Zivilgesellschaft sind in vielen Organisationen gerade denjenigen, die dann eben auch die notwendigen finanziellen Mitteln, die Akkreditierung haben, um diese Reise nach New York oder diese anderen Orte, an denen die Verhandlungen stattfinden, überhaupt antreten zu können. Auch da gibt es eine riesige Unterrepräsentation von Frauen.
Und da will ich nochmal ein Augenmerk auch legen auf gerade feministische Organisationen, weil das ja auch nochmal ja, so ein bisschen die Frage, nur wenn man mehr Frauen beteiligt, bedeutet das natürlich nicht gleich, dass auch alle Belange von Frauen dann unbedingt zur Sprache gebracht werden. Deswegen, ich will gar nicht jetzt mit allzu vielen Zahlen hier durch die Gegend werfen, aber so eine Zahl habe ich doch mitgebracht von der OECD, und zwar werden nur 11% der gesamten ODA, also der offiziellen Gelder, die bilateral für Entwicklungszusammenarbeit ausgegeben werden, nur 11% von den Geldern, die spezifisch für Frauenorganisationen oder Frauenrechtsorganisationen ausgegeben werden, landen im Endeffekt bei Organisationen in Partnerländern. 66% bleiben bei Frauenrechtsorganisationen in Geberländern, was im Endeffekt Länder des globalen Südens sind. Das heißt, da auf der einen Seite ein ohnehin knappes Budget wird dann nochmal so verteilt, dass auch nur ja, eine bestimmte Art Frau, wenn man so möchte, überhaupt die Möglichkeiten hat, eben diese Unterrepräsentation in anderen Organisationen quasi wettzumachen. Genau, mehrfache Marginalisierung wurde ja sowohl von Albert Denk angesprochen. Ist ja, wie gesagt, Faktor, wo, wer wohnt wo, spielt eine Rolle. Auch das Alter spielt eine Rolle. Ich selber war als Jugendbeobachterin bei der UN-Frauenrechtskommission. Wir hatten die privilegierte Möglichkeit, Teil der Regierungsdelegation zu sein. Das heißt, wir hatten Zugang zum UN-Gebäude. Wir konnten uns in die Verhandlungen reinsetzen und natürlich anhören, was sagen, welche Mitgliedstaaten zu welchem Thema und wo können wir nochmal ja, in dem Treffen Liga auch mit den Verhandlungen hatten, nochmal sagen, hier ist das Thema Jugend irgendwie ein bisschen untergegangen, aber die Möglichkeit haben unfassbar wenig junge Menschen. Also nur weil man auch Zugang zu den Verhandlungen hat, bedeutet das auch nicht, ja, dass man direkt Zugang eben in die Verhandlungen, auch zu einer eigenen Regierung hat. Und einen letzten Punkt würde ich gerne noch machen zum Thema Beteiligung von Frauen. Auch wieder die Frage, wo werden Frauen beteiligt, wo wird das Expertenwissen von Frauen auch abgerufen? Und da ist ja auch so, dass einfach in bestimmten Bereichen, vor allem so humanitäre Hilfe, soziale Themen, diese ganzen Entwicklungsthemen, da finden wir schon viele Frauen. Ich glaube, da rührt vielleicht auch manchmal so der Eindruck, hey, ja, es gibt doch total viele Frauen, die da mitreden. Aber wenn es um Fragen von Sicherheit geht, wenn es um Fragen von auch Finanzierung geht, wie machen wir das überhaupt? Mit welchen Geldern bezahlen wir das? Da sind Frauen dann wieder total unterrepräsentiert und damit eben auch die ganzen Belange, die oder diejenigen Stimmen, die auf diese Belange von eben Frauen aufmerksam machen können. Und das spiegelt sich dann, glaube ich, auch in ja, vielen solcher Abkommen wieder. Ja, ganz vielen Dank. Nora, du hast in gewisser Weise auch eine Anschlussfrage, die ich noch stellen wollte, in gewisser Weise schon vorweggenommen, nämlich nochmal mit Blick auf deine eigene Beteiligung als Jugendbeobachterin an der CSW, die auch das Ziel hat, die Beteiligung junger Menschen zu stärken. Und du hast gerade schon gesagt, auch das ist natürlich irgendwie ein privilegiertes Format und alleine noch nicht unbedingt die Lösung, um jetzt das, was auch im Einladungstext stand, irgendwie die Beteiligung von Menschen, die nicht zu den Eliten in Anführungszeichen in ihren Ländern gehören, zu ermöglichen. Da vorher jetzt relativ viele Männer hier schon geredet haben, bleibe ich mal noch auf der Seite von mir und schaue dich, Gabriele, mal an. Wird dir oder vielleicht auch noch mal kurz einen Schritt zurück, vielleicht würde ich doch noch mal an dich, Nora, die Frage stellen, auch wenn wir sie nicht explizit im Vorfeld dieses Thema abgesprochen haben. Aber vielleicht kannst du ja auch noch mal versuchen, ein paar Gedanken dazu zu teilen. Was müsste denn aus deiner Sicht passieren, um stärker auch Menschen, die eben nicht zu den Eliten gehören, einzubeziehen, um einfach auch in der Hinsicht partizipativere Verhandlungsprozesse noch hinzubekommen? Ja, ich würde vielleicht ansetzen bei der Zivilgesellschaft, weil auch da habe ich eine eigene Erfahrung, aus denen ich sprechen kann. Und ich glaube, es ist auch oft ja irgendwo der einfachste Weg, um vielleicht Partizipation von Menschen, gerade aus dem globalen Süden, zu ermöglichen. Gerade wenn man zum Beispiel auf autokratische Staaten hinguckt, Staaten, die einfach auch Frauenrechte gar nicht wollen, wie das feministische Bewegung in den gleichen Ländern. Also es geht nicht darum, in Deutschland zu sagen, ja, aber die Frauen in Land XY, die müssen doch jetzt aber sein, sondern in jedem Land gibt es auch einfach feministische Bewegungen, Frauen, die ja das Wort ergreifen wollen. Ich glaube, eine Schwierigkeit ist, wie gesagt, hängt ein bisschen mit dieser Finanzierungsfrage zusammen.
dass einfach diese Stetigkeit nicht gegeben hat. Das war auch eine Erfahrung, die ich als Jugendbeobachterin gemacht habe. Ich hatte dieses Amt ein Jahr lang. Genauso haben Leute, die über NGOs an den Verhandlungen teilnehmen, nicht jedes Jahr die Möglichkeit, an den Verhandlungen teilzunehmen. Das heißt, so ein halbes, ein Dreivierteljahr Zeit, sich auf diese Konferenz vorzubereiten, mit diesen ganzen Mechanismen vertraut zu machen. Gerade wenn Leute das im Ehrenamt machen oder unterbezahlt machen oder unter oft einfach nicht idealen Bedingungen, ist das ein Riesenaufwand, diese ganzen Abläufe sich erstmal vor Augen zu führen, diese UN-Sprache zu verstehen, wie kann ich darauf einwirken. Also auch da die Frage, nicht nur wie bekommen wir Leute hin, sondern wie bekommen wir es hin, dass die Leute, die da sind, auch wirklich sinnvoll sich beteiligen können. Ich glaube, gerade, es wurde auch schon im Vortrag angesprochen, es hat sich verbessert, also das kann ich selber nicht beurteilen, aber glaube das jetzt einfach mal so, dass sich das in den letzten Jahren verbessert hat. Also gerade die Frauenrechtskommission ist eine der Konferenzen mit der größten Beteiligung von Zivilgesellschaft, auch viele Menschen aus dem globalen Süden. Aber da eben die Frage, wie bekommt man das hin? Ich glaube, auf der einen Seite eine stetigere Finanzierung, damit eben auch Expertinnenwissen bei denjenigen aufgebaut werden kann und eben auch Zugänge zu den entsprechenden UN-Gebäuden einfach vereinfachen, weil, wie gesagt, nur wenn man vor Ort ist, bedeutet das nicht, dass man die Leute, die auch verhandeln, wirklich erreicht. Das wäre nur zwei spontan. Vielen Dank, Nora. Dann jetzt meine Frage an dich, Gabriele, und nicht nur an dich, sondern gilt jetzt grundsätzlich, weil die Zeit wirklich schon erschreckend weit fortgeschritten ist, an alle von jetzt an vielleicht immer die Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Aber kommen wir wieder zurück zur Agenda 2030, nachdem wir jetzt ein bisschen auch auf andere Prozesse geschaut haben. Du hast dich auch viel mit SDG 5 beschäftigt, was sich explizit mit Geschlechtergerechtigkeit in der Agenda 2030 beschäftigt. Wie würdest du dieses Ziel denn ganz kurz zusammengefasst, gerade auch vor dem Kontext früherer Entwicklungsagenden sehen? Merkt man dem an, dass Frauen auch im Agenda 2030-Prozess unterbeteiligt gewesen sind? Oder kann man da vielleicht doch so ein bisschen erkennen, was David Donahue gesagt hat, dass auch wenn sie zahlenmäßig nicht so stark repräsentiert gewesen sind, sie doch durchaus sichtbar waren in den Verhandlungen? Mehrere verschlungene Fragen. Ich will noch mal kurz aufgreifen, was du, Nora, gerade angesprochen hast mit den autokratischen Ländern. Und zum einen geht es um den Text selber, diese Agenda 2030, die schon ein paar Jahre alt ist sozusagen, was da eine Errungenschaft war. Und da würde ich, glaube ich, dem Albert auch ein bisschen widersprechen, dass das schon eine Errungenschaft war. Und da wäre es interessant von Ihnen zu hören, wie das tatsächlich zustande kam, dass in SDG 5, da geht es um Geschlechtergerechtigkeit, dass da die Care Economy und die Sorgearbeit und deren Valorisierung angesprochen ist. Und meines Wissens war das wirklich auf Druck der Zivilgesellschaft. Wir haben Sellers Klimas hier im Raum, die da vielleicht dazu auch was sagen kann. Das ist ein riesiger Schritt voran gewesen in der Denke, wie können wir unsere Gesellschaft und unsere Volkswirtschaften umstrukturieren. Und ich will aber kurz zur SDG-5-Frage noch einflechten und zur Frage der autokratischen Länder. Einmal gibt es eben diesen Text, und da würden wir uns alle einig, heute in der jetzigen geopolitischen Situation gar nicht mehr zustande bekommen. Aber es geht ja eigentlich um die Umsetzung. Wie kann man das einfordern? Und da ist es interessant, dass aller Unzulänglichkeit die Tatsache, dass dieser Text existiert als normative Grundlage, wie Sie gesagt haben, Menschen, zivilgesellschaftliche Gruppen, feministische Gruppen, klimapolitische Gruppen in autokratischen Ländern, was wir einen Anker haben, auf den sie sich beziehen können und sagen können, das wurde ja beschlossen, ABCD in den Unterzielen, diese Normen einzuhalten. Und selbst in sehr autokratischen Ländern gibt es Prozesse, sehr schwierig zu gestalten, wo zivilgesellschaftliche Gruppen dann bei den jährlichen Berichterstattungsprozessen in New York zu der Agenda sich einbringen können, untereinander verhandeln, was sind unsere wichtigsten Punkte. Da gibt es wiederum zum Verfahren sehr viel Kritik, weil dann in 3 Minuten soll dann wie ein Mann kritisiert werden. Aber immerhin ist dieser Text, dieser normativ übergreifende Text vorhanden, auf den sich dann auch progressive, feministische, ökologische, Klimagerechtigkeits- und menschenrechtsbezogene Gruppen beziehen können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig zu bedenken, was bewirkt der Text und wie bewirkt er das, was sind die Wege, die dieser Weg, die, die
dieser Text dann in den Verhandlungen in New York stattfindet. Ja, vielen Dank, Gabriele. Wir brennen weiter ganz, ganz viele Fragen unter den Nägeln und würde sehr, sehr gerne von Ihnen dann auch noch zu den ein oder anderen Dingen Antworten hören. Ich würde jetzt aber als erstes tatsächlich dir, Albert, mal nochmal das Wort geben, um so ein bisschen zu reagieren auf verschiedene Dinge, die gesagt worden sind und das vielleicht so ein bisschen auch dann mit der Frage schon zu verknüpfen, wie sehe denn ein aus deiner Sicht idealer Verhandlungsprozess aus, so wie er den Ergebnissen deiner Studie entsprechen würde. Denken wir mal daran, dass wir dann irgendwann an den Punkt kommen, wo wir natürlich eine Nachfolgeagenda für die Agenda 2030 auseinandernehmen müssen. Wie würdest du, wenn du das alleine entscheiden könntest, dann den Prozess vorbereiten oder gestalten? Danke. Okay. Und herzlichen Dank für alle Rückmeldungen. Ich habe da viel mitgenommen und vor allem auch die Insiderblicke in den Verhandlungsprozess. Ich glaube, da profitieren wir alle heute Abend über diese Berichte sehr. Da kann ich nur zustimmen über diesen Aspekt, dass viele Verhandlungen auch jenseits des Sichtbaren für mich als Forschenden stattgefunden haben. Ich würde das auch als Blackbox teilweise bezeichnen, die Vereinten Nationen. Das ist für jemanden wie mich oftmals gar nicht richtig einsehbar. Gleichzeitig möchte ich schon betonen, dass gerade daraus eigentlich auch die Notwendigkeit von mehr Transparenz kommt. Also wir brauchen mehr Transparenz als Zivilgesellschaft, als Forschende, als Weltgesellschaft, um zu verstehen, was da eigentlich passiert. Und dass die erste Phase eine geringere Relevanz hätte, dem würde ich auch widersprechen. Gerade in der ersten Phase wurden alle 17 Entwicklungsziele, wie sie hier hinter mir hängen, wurden verschriftlicht. Die Aushandlung dieser 17 Ziele ist in der ersten Phase der offenen Arbeitsgruppe vollzogen worden, sowie nahezu alle Unterziele. Nur noch wenige wurden dann in der zweiten Phase nochmal im Wording verändert. Also das essentielle Ergebnis dieser Agenda wurde in der ersten Phase bestimmt. Deswegen finde ich diese Phase am spannendsten und am wichtigsten. Und auch, dass nur oder größtenteils im Hinterkämmerchen die entscheidenden Momente waren, auch da wurden schon Berichte geschrieben. Von Kamau selbst in seinem Buch beschreibt er, wie in der 13. offenen Arbeitsgruppe, bis tief in die Nacht hinein verhandelt hat. Also da wurde wirklich, also über Stunden hinaus verhandelt in der Arbeitsgruppe auch, aber natürlich auch jenseits der Arbeitsgruppe, so wie er das beschrieben hat. Aber deswegen würde ich trotzdem sagen, das war jetzt nicht nur ein Schaulaufen hier für diejenigen, die da zusammen halt noch was beobachten konnten. Deswegen habe ich hier schon noch eine andere Einschätzung, aber da ist das sicherlich, und da stimme ich Ihnen auch zu, dass sicherlich vieles auch bilateral und jenseits der Öffentlichkeit stattgefunden hat. Vielleicht dazu, dann würde ich noch ergänzen, dass ich würde schon sagen, dass wir nicht zufrieden sein können mit dieser Agenda. Also und das schließt ein bisschen an deine Frage an, Oliver. Ich glaube, was wäre denn eigentlich so der Erfolg, den wir uns erwarten müssten? Und das wäre aus meiner Sicht oder vielleicht auch eine global demokratischen Perspektive eine Reduzierung von sozial-ökologischen Ungleichheiten. Und das haben wir nicht. Erst heute habe ich mich mit meinen Kollegen unterhalten, das 1,5-Grad-Ziel, das ist futsch. Ja. Also das ist so. Die Krisen nehmen zu. Jeder, der glaubt, dass Covid-19 eine Ausnahme war, die zufällig erschienen ist, der versteht die Zusammenhänge nicht. Also die Ziele, die in einem Ziel extra mehr Infrastruktur, mehr Wirtschaftswachstum fordern, die Subsistenzwirtschaft, wo Menschen irgendwie von Fischerei oder von Landwirtschaft ohne große Gewinnmargen leben, als weniger wert beschreibt. So eine Entwicklungsagenda finde ich ungenügend. Und so eine Entwicklungsagenda führt auch zu so Phänomenen wie Versiegelung von Böden, Menschen greifen immer tiefer in die Reservate der Tiere ein. Natürlich springt immer mal solche Krankheiten wie Covid-19 über. Und das war vorprogrammiert, wenn man es zynisch sagen möchte, fast schon. Also deswegen möchte ich sagen, diese Agenda, die Ziele sind dann erfolgreich, wenn wir weniger sozial-ökologische Ungleichheiten haben. Und daran müssen wir uns messen. Und das, es gibt so viele Studien in verschiedenen Bereichen. Ich habe eingangs die planetaren Grenzen benannt. Läuft in die gegenwärtige Richtung. Deswegen bin ich nicht zufrieden. Ich finde, die Ziele sind damit jetzt, um sie verallgemeinern zu bewerten, ungenügend. Es gibt bestimmt sehr viele gute Ansätze, aber in der Bilanz unzureichend. Diesen Punkt wollte ich nochmal stark machen. Genau, die Verantwortung des Nordens dementsprechend, da wäre ich auch weniger optimistisch wie Sie. Ich glaube, der Norden macht sich was vor, wenn man sagt, diese Agenda wäre effektiv und würde zu Veränderungen eben dieser Problematik, die ich gerade beschrieben habe, aktuell
beitragen. Also wie gesagt, alle Studien gehen in eine gegenläufige Richtung. Und tatsächlich ist es natürlich ein schönes Blatt, mit dem man sich schmücken kann und so schöne Zielen, so für ein weiter so mit einer Wirtschaftsweise, mit Konsumweisen, mit Produktionsweisen, die eben genau gegenteilig zu der eigentlichen Zielsetzung von der Reduzierung sozial-ökologischer Ungleichheit läuft. Letzter Punkt, den ich noch machen möchte, ist, Gabriel, du meintest, es geht gar nicht so sehr um die Ziele, sondern sie müssen umgesetzt werden. Anschließend an das, was ich gerade gesagt habe, finde ich schon, dass wir uns eben nochmal überlegen sollten, was sind denn eigentlich die Ziele, die wir erreichen wollen? Was sind die Krisen, die wir bewältigen wollen? Was brauchen wir dafür? Und geht das überhaupt zu einer universellen Agenda, die für alle gleichermaßen gilt? Vielen Dank, Albert. Jetzt wollen wir natürlich noch auf jeden Fall einmal auch wieder an Ihrem Insiderwissen, wie du es gerade genannt hast, teilhaben. Ich würde auch gerne. Ich vielleicht kurz auf den natürlich, natürlich. Zunächst einmal muss eins geklärt werden. Die Agenda 2030 besteht aus mehr als den 17 Zielen und den 169 Unterzielen. Da ist auch eine politische Erklärung, die genauso wichtig ist und genau denselben Stellenwert hat wie die Ziele selbst. Da ist auch ein Kapitel zur Umsetzung der Ziele, wie man sie, mit welchen Mitteln man sie verfolgen soll. Und da ist auch ein Kapitel zur Kontrollierung des Fortschritts. Das ganze Paket nennt sich Agenda 2030. Ich glaube, es ist wichtig, dass man das versteht. Es gibt ja mehr dort als die Ziele selbst. Die Ziele sind ja auch im Laufe der zweiten Phase weiterhin bearbeitet worden und es hat ja auch ein paar Änderungen gegeben. Um nochmal zum Einfluss der zivilen Gesellschaft zu kommen. Ich wollte ja eins muss ja auch festgestellt werden. Es gibt ja eine ungeheure Empfindlichkeit seitens des globalen Südens gegenüber jeglicher Teilnahme der Zivilgesellschaft. Trotzdem haben mein kenianischer Kollege, wohlgemerkt kenianischer Kollege und ich zusammen versucht, über dieses Hindernis hinwegzukommen. Und es ist uns gelungen, während unserer Verhandlungen in der zweiten Phase dafür zu sorgen, dass einmal in der Woche Delegierte sprich, mit Vertretern der zivilen Gesellschaft zusammengebracht worden sind, damit wir zu einem Dialog kommen könnten, woraus möglichst Sprache und Inhalt entstehen könnte für das Dokument. Und eins kann ich so kurz erzählen, wir haben ja Jugendvertreter gehabt eines Tages und ich habe ja selbst zugehört, wie eine hervorragende Vertreterin der Jugend einen Satz benutzt hat, den ich für ganz toll fand und den ich sofort ins Dokument mit hineingezogen habe. Das heißt, dass Children and Young People are Agents for Change. Dieser Spruch ist von der Jugend in aller Welt inzwischen häufig zitiert worden. Das nur als ein Beispiel, wo die Jugend in der Tat direkt Einfluss oder in jeglicher Gruppe der Zivilgesellschaft, wo eine solche Gruppe in der Tat direkt Einfluss auf die Behandlungen nehmen kann. Normalerweise hat man, ich gebe allen vorherigen Reden zu, normalerweise ist dieser Einfluss gering, aber ab und zu mal gelingt es uns schon. Und es war für mich und meinen kenianischen Kollegen eigentlich Grund, stolz zu sein, dass es uns gelungen ist, die Teilnahme der Zivilgesellschaft an diese Behandlungen weiter zu erhöhen, als der jemals vorher gewesen war. Leider haben wir inzwischen mit einem Rückfall erleben müssen. Also inzwischen ist es wieder dort gelandet, wo es früher war. Anschließend noch an das, was wir vorher diskutiert haben, an Sie aber trotzdem eine Bitte um eine kurze Antwort, auch wenn es keine ganz einfache Frage ist. Die Frage, wenn Sie sich, so ähnlich wie ich es Albert Denkler auch gefragt habe, wenn Sie den Prozess zur Aushandlung der Nachfolgeziele der Agenda 2030 gestalten können, was würden Sie wieder genauso machen? Was würden Sie vielleicht auch anders machen, um zum Beispiel mehr Transparenz, mehr Teilhabe zu ermöglichen? Oder ist das einfach unrealistisch? Klappt das nicht? Also genauso auf keinen Fall. Also ich würde ja schon, also mir fallen schon einige mögliche Reformen ein. Aber
Eins steht fest, es werden ja Mitgliedstaaten weiterhin daran beteiligt sein. Das heißt also, wir müssen ja damit leben. Mitgliedstaaten werden ja den nächsten Prozess begleiten und daran teilnehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass man sehr viel mehr an Transparenz machen könnte. Etwa das, sagen wir mal, dass die Co-Vorsitzenden sich jeden Abend mit Vertretern der zivilen Gesellschaft treffen würden, um sie noch weit mehr mit einzubeziehen, als es letztes Mal möglich war. Sie werden ja nicht glauben, wie schwierig es ist, bei der UNO zivile Gesellschaft mit einzubeziehen, weil so viele Länder, vor allem im globalen Süden, der Meinung sind, dass die zivile Gesellschaft eigentlich eine Gefahr für sie bedroht. Natürlich versuchen wir andere mit diesem Eindruck entgegenzuwirken, aber es ist halt eine politische Realität. Ich glaube, dass wir trotzdem für mehr Transparenz beim nächsten Mal sorgen können. Viel, viel mehr. Ein letztes Wort. Ich selbst gehe davon aus, dass die nächste dass die nächste Agenda der jetzigen sehr ähneln wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man diese Ziele grundlegend ändert. Man kann vieles hinzufügen. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht, dass Leute sagen werden, wir brauchen mehr als 17. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sagt, wie wäre es mit 8 oder 10. Inzwischen gibt es so viele neue Themen, neue Zielsetzungen, die für viele Länder wichtig sind. Ich nehme nur als Beispiel. Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz, das wäre vielleicht kein Ziel an sich, aber ich gehe davon aus, dass jemand auf die Idee kommt, wir brauchen einen Hinweis darauf. Migration und Sicherheit, aber Sie haben ja recht gehabt, dann nur Sie haben das halt widersprochen, ne? Und das stimmt vollkommen. Ich selbst war dafür verantwortlich, dass wir überhaupt Migration in der Erklärung mit einbezogen haben, weil das eigentlich bei den Zielen selbst kurz kam. Und ich war selbst der Meinung, dass Migration ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Agenda sein sollte. Also habe ich selbst einen Absatz daran geschrieben. Wir brauchen mehr Klarheit darüber, wie die Migration wie die Migration nachhaltige Entwicklung ermöglichen kann. Ein paar pauschale Beispiele, Dinge, die man der jetzigen Agenda hinzufügen kann. Aber ich glaube nicht, dass die jetzige Agenda völlig auseinandergenommen wird. Ich gehe jedes Jahr zum sogenannten hochrangigen politischen Gipfel in New York. Und da ist es erstaunlich, wie begeistert alle Länder sind über diese Agenda. Und ich sage das ganz ehrlich, ich bin ja verblüfft. Jedes Jahr meine ich, irgendwann mal werden wir Töne der Enttäuschung hören. Alles andere, jedes Land, also kein Land hat sich von dieser Agenda distanziert. Nicht mal USA zu Zeiten von Trump. Nicht mal das. Bitte? Aber Sie haben keinen Vietnam. Eben, das ist ganz schlimm. USA ist eins der 5 Länder, nur 5 von 193, die bislang keinen Bericht geliefert hat. Aber immerhin, 188 Länder haben bisher mehrmals einen Bericht über ihre eigene Leistung geleistet. Und das ist ja ein sehr positiver Faktor. Also das verblüfft mich echt, aber es stimmt. Aus irgendeinem Grund meint die Welt, dass diese Agenda die richtige auch für die Zukunft sei. Vielen Dank, Herr Donoghue. Das hochrangige politische Forum ist sicherlich nochmal ein Thema für sich. Auch da kann man lange über Reformbedarf dieser Institution diskutieren. Alleine der Name deckt sich, glaube ich, nicht immer mit der wirklich so ganz so hochrangigen Beteiligung. Das wäre ein Punkt, den wir in der DGVN in den letzten Jahren insbesondere festgestellt haben, auch mit Blick hier auf Deutschland. Aber mit Blick auf die wirklich fortgeschrittene Zeit möchte ich noch eine letzte Frage jetzt an Sie von meiner Seite aus stellen, Herr Rauch, und dann wirklich endlich Sie im Publikum einbeziehen. Also machen Sie sich schon mal Gedanken über Ihre Fragen. Möchte jetzt mit der letzten Frage oder den zwei miteinander kombinierten letzten Fragen noch einmal auf zwei
der Widersprüche, die Albert Denk in seiner Studie festgestellt hat, zu sprechen kommen. Zum einen ist es ja die fortbestehende Legitimierung von Wirtschaftswachstum, die er als einen großen Kritikpunkt anbringt, wo ich Sie gerne fragen würde, ist das aus Ihrer Sicht tatsächlich ein ganz zentraler Widerspruch in dieser Agenda und vielleicht auch ein zentraler Grund dafür, dass wir nicht besser dastehen? Und der andere Punkt, über den Albert ja auch schon gesprochen hatte, ist die fortbestehende Zweiteilung der Welt in sogenannte Entwicklungsländer und entwickelte Staaten, wo ich gerade vielleicht auch mit diesem Punkt Wirtschaftswachstum verbunden anknüpfen würde. Ist das wirklich eine völlig überholte Kategorisierung oder brauchst du die vielleicht auch noch, um unterschiedliche Bedürfnisse abzubilden? Ich weiß, ist auch nochmal eine größere Frage, aber trotzdem gerne eine Bitte um eine möglichst kurze Antwort. Ja, zum Thema Wirtschaftswachstum. Es ist bemerkenswert, dass die Hauptverfechter dessen, dass das Wirtschaftswachstum eine starke Rolle in der Agenda spielte, die Länder des globalen Südens waren, also die ärmeren Länder. Und als mal Volkswirtschaft studieren und als Wirtschaftswissenschaftler bin ich auch ein Freund des Degrowth in den reichen Überfluss- und Wohlstandsländern. Kein Zweifel, hier sind die Diskussionen um weniger Wachstum, weniger Konsum, weniger Überfluss nicht nur berechtigt, sondern sehr notwendig. Aber auch hier gibt es keine Mehrheit und die UN ist nun mal eine Organisation, die auf Mehrheit baut. Anders ist die Situation hier im globalen Süden. Reden Sie mal mit Bewohnern ländlich in Dörfern Afrikas über Elektrifizierung, über Wasser, über bessere Schulbedingungen, über bessere Gesundheitsversorgung. All das sind Elemente, die sind Teil des Bruttoinlandsprodukts. Das ist auch Teil des Wachstums. Also in den Ländern des globalen Südens von Nullwachstum zu reden, ist eine Ignoranz der dringendsten Alltagsprobleme der Menschen dort. Nur und würde eine die Ungleichheit, die wir haben, perpetuieren. Wir müssen also differenzieren. Diese Differenzierung bringt mich zur Antwort auf die zweite Frage. Unschön die Zweiteilung in unterstützungsbedürftige und unterstützungspflichtige Menschen und Staaten auch sein mag. Sie ist notwendig, um eine solidarische Umverteilung auf dieser Welt zu ermöglichen. Ich muss sagen, wer ist unterstützungsbedürftig und wer ist unterstützungspflichtig? Und die Umverteilung, die notwendige Umverteilung, erzwingt geradezu diese Bewahrung der Zweiteilung, und das ist nicht umsonst, Sie haben es schon gesagt, dass es auch wieder die Länder des globalen Südens drauf waren, die auf dieser Unterscheidung beharren, genauso wie es bei uns im Sozialsystem eben Unterstützungsberechtigte gibt, die darauf beharren, dass sie als solche auch erkannt und nicht negiert werden. Ja, vielen Dank erstmal für die Beiträge bis hierher. Albert, du bekommst natürlich zum Schluss auch nochmal die Gelegenheit, dann nochmal auf das Gesagte zu reagieren. Jetzt würde ich aber wirklich gerne Ihre Fragen aus dem Publikum hören hier im Saal. Wir würden eins der Mikros auch rumgeben. Ich möchte nochmal daran erinnern, wir haben einen Livestream am Laufen. Sie werden nicht gefilmt, aber das, was Sie sagen, wird dann entsprechend auch von den Menschen, die online zusehen, gehört werden. Gibt es Fragen oder Kommentare? Ich glaube, wir einfach mal eben selber mit dem Mikrofon und dann kann vielleicht gleich jemand anderes übernehmen.
Danke, Herr. Es tut mir leid, mein Deutsch ist noch in Entwicklung. Darum, ich will da auf Englisch sprechen. Hi, I'm Shehnaz Pimas. I am currently the coordinator of the Women's Major Group, one of the major groups and other stakeholders in the sustainable development process. But I was very privileged and luckily one of the kind of women ambassador mentioned that was there in 2013, 2014 and 15. That was very loud and clear. So I would like, if that's okay, bring a little bit of kind of historical perspective for the last 10 years of where we were developing the SDGs and where we are now. It is my job to be hopeful still of the SDGs because we are one of the stakeholders of the UN Sustainable Development Processes and the HLPF. It was actually very, I am sort of one of the feminists from the Global South. I'm originally from Turkey, so we're in a limbo of Global South and Global North. But it was actually very encouraging to hear of all the structural problems within the UN system highlighted by Professor Denk in all of the processes. But if we look specifically at the SDGs, I have to say, doing advocacy with the UN currently now, SDGs stand as a best practice in terms of engagement of civil society. As Ambassador mentioned, we were able to have meetings with co-facilitators on at least monthly basis from the Women's Major Group side. We were able to have meetings with the member states. But that being said, of course, this is not canceling, as I said, the structural issues within the UN system that the smaller member states from least developed countries, from developing countries, have less resources to be able to engage in those processes, and their voice is not as much heard. That, please don't think that I'm disregarding that at all. The comparison I'm making, unfortunately, is to what, where, and what we are now with the Summit of the Future process that's upcoming this September, which actually Germany is co-facilitating. So if I can use this as an advocacy moment as well, Germany actually holds a role at this point to kind of undo all the structural problems that Professor Denk's research has mentioned in this process with the Summit of the Future process. Unfortunately, the Summit of the Future process does not give us as much engagement opportunities for civil society as we had at the Summit of the Future. It's not even comparable. Neither civil society nor UN agencies are allowed in the negotiations for the Pact of the Future, whereas we were in the room in all of the negotiations for the Summit of, for the SDGs. One of the other things that's also very interesting in the Summit of the Future process is that it is exactly the developing countries, or G77 that the ambassador has mentioned, who are trying to hold on to the SDGs. They have actually opposed the Summit of the Future process because they didn't want an alternative agenda to the SDGs, because they were thinking that the Summit of the Future process can co-opt the development agenda, which they have actually benefiting. They are actually benefiting comparably more from. I think part of the reason why we couldn't deliver as much to support the developing countries and the least developed countries in the SDG process is that we have, I don't want to say forgotten, but it fell on the least side, the common but differentiated responsibilities principle, I want to say, of the sustainable development agenda kind of have been left aside, whereas I think that was very crucial in ensuring inequality between and among countries to be somewhat more equalized. The SDGs have its gaps, its faults, its, you know, its many of its problems, but as I've said, looking at where we are now, they're still unfortunately looking at a best practice, but there are definitely learnings to learn, you know, what comes when it's time to discuss what comes next. But even then, as a Women's Major Group, we have tried our best to kind of advocate, let's not discuss what comes next. We still have 8 years to do the SDGs. Let's try to do these properly and do our best to reach them by 2030. And then we can, you know, it took us 2.5 years to negotiate the SDGs. We can start 2.5 years before 2030
for this process. And I'm sorry I took a long time, but I actually want to give an example to what Gabriele has shared with us in terms of autocratic regimes and the use of SDGs. As I said, I'm from Turkey and I was a feminist activist from Turkey in 2016. I wasn't in this global role. And it was only through being in HLPF and going to the desk of Turkey when they were going to present their BNRs, voluntary national reviews, the government acknowledged that there are activists from Turkey who are coming, there's civil society from Turkey who's coming and engaging with the agenda. They didn't engage with us at all before, in spite of our several attempts, but they had to after 2016 and seeing us there, and we were invited to a couple of meetings. I'm sorry, I took too much time, but thank you all so much. This has been really enriching. Thank you, Senas. Vielen Dank für diesen Kommentar. Ich würde sagen, da es keine direkte Frage auch gewesen ist, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Beitrag. Ich hatte noch mehrere Hände gesehen. Hier vorne die Dame im blauen Pullover. Hallo, danke schön. Ich würde nicht über den Inhalt reden, sondern über die Rahmenbedingungen von den SDGs, die jetzt Sie ja auch gerade eben erklärt haben. Und ich finde es spannend, wie das, was Sie jetzt unterstrichen haben durch Ihre Präsentation, sich hier wiedergespiegelt hat im Raum. Also, dass Sie gesagt haben, dass die Entwicklungsländer nicht zur Sprache kommen, dass die Frauen nicht zur Sprache kommen, dass es sehr männerdominiert ist und dass es jetzt von, ich habe leider Ihren Namen vergessen, dass es von Ihnen dann widersprochen wurde, dass es gar nicht so stimmt und dass die Länder das ja so wollten und dass die Frauen zwar nicht einen großen Anteil hatten, aber ja auch wichtige Rollen hatten und das ja eigentlich genau das ist, was Sie kritisiert haben, was Sie dann eigentlich nur noch wieder bestätigt haben, dass das ein Problem ist. Und jetzt auch hier im Raum, also Nora, glaube ich, du hast einfach die Frage beantwortet und man konnte sehr gut folgen und auf der rechten Seite des Moderators wurde dann sehr viel Redezeit einfach eingenommen, die wir ja jetzt noch anders hätten nutzen können, zu schauen. Vielen Dank für die kritische Anmerkung. Eine Frage an dich gewesen, Albert, und würde dir das Mikro geben zum Antworten. Ja, vielen Dank auch nochmal auf den Hinweis. Ich wollte auch noch was vorhin ergänzen. Da nutze ich gerade mal den Moment zu, weil ich viel über Geschlechterungleichheit gesprochen habe und vor allem die Besetzung benannt habe. Was ich noch hinzufügen möchte, sind auch die Rahmenbedingungen, die bei den Verhandlungen tatsächlich waren. Die waren auch so, dieses Beispiel, was ich genannt hatte, von der 13. Sitzung, wo die Verhandlungen bis spät in die Nacht gingen. Also alles andere als eine sensible Arbeitskultur für Menschen mit Familie beispielsweise. Und dann auch in den Interviews, zum einen die Rechtfertigungen, genau wie Sie es dort beschrieben haben, in Interviews wurde das auch gesagt, die Qualität, das, was Frauen sagen, das sei so viel bedeutsamer, dass sie deswegen auch nicht so stark repräsentiert sein müssen. Also das ist ja auch ein interessanter Clou, der da zutage kommt. Das ist da auch ganz deutlich geworden. Und auch die Zuschreibungen, was denn die ausmacht, also die Verhandlungsteilnehmenden, also die müssten hart wie in einem Stall sein, war so ein Ausdruck. Die müssten emotionslos sein, die müssten wenig reflektieren, möglichst, damit sie nicht anfällig sind für Selbstzweifel und solche Sachen. Also Eigenschaften, die in der Maskulinität zugeschrieben sind, die man hier auch ganz stark wiedergefunden hat. In dem Setting auch der Verhandlungen, also das habe ich mit dem Konzept der hegemonialen Maskulinität beschrieben. Das ist so ein Baustein in meinem Buch auch, den ich hervorgehoben habe, auch da nochmal. Also es ist weit mehr als nur die Besetzung, würde ich sagen. Und da habe ich auch leider stark ausgeschweift. Aber das sollte unbedingt noch ergänzen, dass es eben nicht nur eine Besetzung ist. Vielen Dank. Albert, ich schaue auch nochmal auf eure Seite, insbesondere zu dir, Nora, ob du nochmal was dazu sagen magst vielleicht, zu dieser kritischen Anmerkung, die absolut berechtigt ist. Okay. Cool. Dann schaue ich wieder in den Raum, ob es weitere Fragen gibt. Ich sehe hier auf jeden Fall Bärbel Diekmann, da drüben noch eine Meldung und hier noch ein Herr. Und ich würde sagen, die Fragen sammeln wir auch alle noch. Ich würde mein Mikro gleich auch schon mal darüber bringen. Und vielleicht beginnen Sie einfach von Ihnen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich stelle jetzt keine Frage. Ich würde gerne eine Anmerkung machen, die vielleicht Sie auch mitnehmen können. Ich bin 15 Jahre Oberbürgermeisterin in Bonn gewesen, als die UN-Organisationen angesiedelt worden sind von den Volunteers über Klimasekretariat, großen Wissenssekretariat und nachher 10 Jahre Präsidentin der Welthungerhilfe. Und als die SDGs kamen, ist das für mich schon
ein sehr wichtiges Thema gewesen, weil ich geglaubt habe, dass es gut ist, dass viele Länder in der Welt sich einigen über Wege, die zu gehen sind. Ich sage Ihnen ganz offen, gleichzeitig habe ich erlebt, als das auf dem Tisch lag, mein erster Gedanke, wenn 196 Länder zustimmen, kann was nicht stimmen. Es gibt keine Einigkeit über zum Teil ganz komplizierte Fragen, wo alle Länder zustimmen. Ich könnte Ihnen jetzt von denen einige berichten, wo ich als Präsidentin der Naturhilfe war, wo noch Jahre später kein Mensch wusste, dass es SDGs gab. Das war das eine. Das zweite war, dass ich von Anfang an sehr misstrauisch gewesen bin, ob die zu erreichen sind. Und das ist eigentlich das, was mich heute am meisten beschäftigt. 14 Jahre sind wenig Zeit, wenn man ehrlich ist, in Perioden. Und wenn Sie heute reingucken, dann ist ganz klar, dass selbst die Bundesrepublik Deutschland einiges nicht erreicht. Ich sage mal zum Thema Bildung, zum Thema sozialer Ausgleich. Und ich spreche nicht über Länder, über manche afrikanische Rückschritte in Lateinamerika. Es sind Frauenrechte angesprochen worden. Ich bin in Ländern gewesen, in Afghanistan, in Pakistan. Das mussten Sie mir damals nicht versuchen zu erklären, dass ich ernsthaft geglaubt habe, dass da die Frauenrechte in dieser Form umgesetzt werden. Und deshalb bin ich dankbar für den Abend. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Dr. Demp, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz wichtige Darstellung, wie internationale Verhandlungen laufen. Ich bedanke mich auch ehrlich gesagt für die Widersprüche, weil ich am Ende auch glaube, dass man solche Prozesse gestalten muss. Ich würde mir beim nächsten Mal ein bisschen mehr Transparenz wünschen, schon im Laufe eines solchen Prozesses, weil vielleicht dann auch am Ende besser akzeptabel ist, wo die Kompromisse doch so groß waren, um diese Mehrheit überhaupt erreichen zu können. Insofern ist es für mich heute wirklich ein besonderer Abend gewesen. Ich bin übrigens auch Mitglied im Präsidium der DGR. So. Vielen Dank. Dann machen wir da hinten mit der Frage weiter und Sie können das Mikrofon zu Ihrer rechten Seite anbieten. Aber erstmal der Herr dorthin. Ich habe eine Frage zur globalen Zivilgesellschaft. Wo kommen denn die Akteure her, die die globale Zivilgesellschaft dann prägen und bestimmen? Die kommen jetzt aus den lokalen, kommunalen, föderalen Räumen und nehmen dann, partizipieren dann an einer globalen Zivilgesellschaft. Also hier in Berlin, zum Beispiel in Treptow-Köpenick, haben wir ein SDG-Monitoring. Das ist ein quasi kommunaler Raum und dieses Monitoring ist erkämpft durch Teile der Zivilgesellschaft. Da können ja, wenn die Flüsse sozusagen von unten dann zur globalen Zivilgesellschaft und wieder zurück, sind ja sehr viele und wichtige Lernpotenziale zu heben und im Austausch dann auch zu entwickeln. Was kann man tun, um da infrastrukturell diese Dynamik zu befördern? Machen Sie gerne weiter und dann antworten wir geschlossen auf alle Fragen. Ja, auch von meiner Seite vielen Dank für den spannenden Abend, auch für Ihre Studie. Ich fand methodisch das auch ganz aufregend, wie Sie das aufgezogen haben. Ich glaube, unterm Strich würde ich sagen, die SDGs sind die bleiben wichtig. Und der Prozess muss sicher verbessert werden, wie man zu den Verhandlungen, wie die Verhandlungen laufen. Insbesondere der Punkt auch von Frau Treumer, dass bei Frauen mehr repräsentiert werden, das halte ich für sehr wichtig. Nur wie kommen wir dahin? Und da glaube ich, hilft es nicht weiter von der hierarchisierenden Zweiteilung der Welt zu sprechen. Hier der globale Norden, hier der Süden und hier die kapitalistische Wirtschaftsweise, die wir den anderen Ländern aufzwingen und die da uns daran hindert, in die Ziele weiterzukommen. Ein Beispiel, Sie haben vorgeschlagen, den Tagungsort rotieren zu lassen. Und New York eben als Zentrale des weltweiten Kapitalismus natürlich geeignet wäre. Vom Forschungsinstitut für Nachhaltigkeit, wir beschäftigen uns viel mit den Klimaverhandlungen, die COPs, die rotieren. Ob das immer zum Vorteil ist, Stichwort Dubai, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass die OPEC-Staaten gesagt haben, fossile Energie darf kein Thema sein. Gleiche Problem hatten wir jetzt in Dubai, die nächsten sollen Baku und Aserbaidschan sein. Auch da kriegen wir schon die Anfragen, ja geht das überhaupt, Stichwort Menschenrechte und so weiter. Also ob das immer so der einfache Weg ist, zu sagen, es muss halt weg von New York und dann passt das schon. Ich glaube, man muss etwas differenzierter hingucken, auch wie Herr Rauches sagte, dass Wirtschaftswachstum halt nicht gleich Wirtschaftswachstum ist. Und dann kommen wir vielleicht dahin, den Prozess wirklich so schwierig, dass das im Einzelnen noch sein wird, zu verbessern und
Zivilgesellschaft und Frauen und andere Gruppen besser zu beteiligen? Vielen Dank für diese Fragen. Ich würde mal mit dir beginnen, Gabriele. Die erste Frage ging in die Richtung, ob, oder es war ja auch ein Kommentar ein Stück weit, aber unter anderem habe ich die Frage von Ihnen, Frau Dietmann, mitgenommen, ob die Ziele nicht von Anfang an zu ambitioniert gewesen sind, ob es nicht von Anfang an unrealistisch war, diese Ziele zu erreichen. Wie siehst du das, Gabriele? Waren die Ziele zu ambitioniert? Interessant. Ich habe damals einen Artikel geschrieben, dass die viel zu wenig ambitioniert sind. Weil dass man sich zum Beispiel mit einem Armutsziel für 15 Jahre später von 1,9 Dollar pro Kopf pro Purchasing Power Parity und so weiter und so fort damit zufrieden gibt, dachte ich, wie kann das sein, in einem, auf einem Planeten, der so reich ist und eigentlich alle Bedürfnisse, materielle wie Menschenrechtsbedürfnisse befriedigen wollen müsste. Also kann es auch andersrum sehen, es war relativ ambitioniert. Ich möchte aber gerne nochmal das aufgreifen, weil ich finde es sehr wichtig. Einmal haben wir eben, wie ich vorhin schon sagte, die Agenda und den Text und es ist sehr wichtig, darauf hinzuweisen, es geht nicht nur um diese 17 Icons, sondern es geht eigentlich um den Text, den langen, langen Text davor und der auch viel anspruchsvoller ist und auch für Menschenrechten spricht. Aber das Türkei-Beispiel finde ich wichtig. Ich finde es auch das Deutschland-Beispiel wichtig für die Umsetzung, weil es gibt einerseits in Deutschland, wie wir wahrscheinlich alle wissen, eine Nachhaltigkeitsstrategie, die sich genau auf diese 17 Ziele bezieht. Und es liegt an einem Tracker. Wir haben Judith Herrmann hier vom Global Policy Forum, die alle Gesetze anschaut, die im Bundestag verabschiedet werden und ob die eigentlich konform sind mit dem, was Deutschland mit den 192 anderen Ländern 2015 verabschiedet hatte. Und solche Prozesse so wenig, also ungenügend ambitioniert in meiner Ansicht, sie sind doch ein Weg, um hinzukommen zu einer hoffentlich gerechteren Wirtschafts- und Sozialordnung. Vielen Dank. Gabriele, wir hatten gerade auch noch mal die Frage, die etwas größere Frage da war, wie wir zu den notwendigen Veränderungen kommen. Das greife ich vielleicht ganz zum Schluss, dann in der allerletzten Runde, wo ich dann immer so ein ganz kurzes Schlusswort noch bitten werde, nochmal auf. Aber auch nochmal den Punkt rotierende Konferenzorte. Können Sie dazu etwas sagen? Was halten Sie von dieser Idee? Und ist das nicht teilweise im Kontext anderer UN-Konferenzen auch schon umgesetzt? Es ist ja eigentlich schon der Fall. In dem Sommer, wo wir diese Verhandlungen zu Ende geführt haben, das heißt im Sommer 2015, gab es gleichzeitig in Addis Ababa ein Gipfel zum Thema Finanzierung der SDGs praktisch. Diese beiden Verhandlungen liefen parallel. Und in der Tat, ich meine, das war ja ein Standort, ein Ort im globalen Süden. Insofern, oder Bonn ist natürlich Gastgeber für Klimaverhandlungen. Das läuft schon. Gut, ich war natürlich vier oder fünf Jahre lang in New York und man hat sich immer darüber beklagt, dass wir in diesem miesen UNO-Gebäude praktisch eingekerkert sind und so. Aber in der Tat war das eigentlich kein großes Thema, in meiner Erfahrung nach, ob wir in New York oder in Addis oder in Paris oder in Bonn gehandelt haben. Ich wollte kurz auf etwas zurückkommen, das Frau Dr. Dickmann gesagt hat. Es war natürlich äußerst schwierig, diese Verhandlungen im August 2014 zu Ende zu führen. Wir, das heißt also mein kenianischer Kollege und ich, haben immerhin eine Frist gesetzt. Das heißt, wir sagten, wir wollen diese Verhandlungen bis zum 1. August auf alle Fälle abschließen. Es mag zwar kindisch klingen, aber irgendwie wollten die Unterhändler diese Frist haben. Sie wollten ja ihren Regierungen sagen können, Herr Premierminister, wir hätten ja weiterhin behandelt, aber leider sagten die Vorsitzenden, dass wir auf alle Fälle bis zum 1. August das abschließen mussten. Deswegen, ich komme auch darauf zurück, was Albert vorhin gesagt hat, die lange Nacht, die der Kamau, das war natürlich mein Kollege, er hat ja die lange Nacht geschildert, die er in der ersten Phase erlebt hat. Und wir hatten ja dieselbe lange Nacht im August 2015.
Man muss sowas haben, irgendwie einen Endpunkt, um eine so groß angelegte und so komplexe Behandlung überhaupt abschließen zu können. Sonst hätte man braucht ein Deadline. Und als Sie vorhin sagten, also, es sei ja so fast unmöglich, diese Verhandlungen zu Ende zu führen, habe ich mich natürlich nicht zum ersten Mal gefragt, wie ist es uns gelungen? Es ist uns gelungen, teilweise das Glück der Iren, wenn ich das sagen darf. Manchmal klappt es schon, aber ernsthaft gesagt, haben wir ein Deadline gesetzt und diese Deadline wurde mehr oder weniger eingehalten und so ist es uns gelungen, 6 Wochen noch vor dem Gipfel dieser Agenda überhaupt abzuschließen. Ob es uns in diesem Jahr wieder gelingen würde, sagen wir mal 7 Jahre später, ist äußerst zweifelhaft. Wir haben Glück gehabt, dass in dem Jahr, würde ich sagen, da Obama noch im Weißen Haus war und dass einige andere Regierungsbürger in anderen Ländern, die ich nicht zitiere, nicht im Amt waren, die Sterne Lagen sind günstig in dem Sommer. Ich zweifle, ob wir dieselben Verhältnisse leicht wieder haben würden. Ich glaube nicht. Also wir haben ja echt Glück gehabt. Dass, und im selben Jahr ist natürlich das Pariser Klimaabkommen verabschiedet worden. Und wir hatten ja noch 2 andere. Da war doch dieses Abkommen in Addis und ein 4. Da ging es um, glaube ich, Desaster und so. 4 Großabkommen im selben Jahr. Das kommt wahrscheinlich nie wieder. Vielen Dank. Jetzt nochmal mit Bitte um sehr kurze Antwort. Albert, an dich auch nochmal die Frage mit den wechselnden Konferenzorten und vielleicht auch noch ein bisschen weiter gedacht. Wie wählt man die Konferenzorte denn dann idealerweise aus, wenn man sie rotierend hat, damit man nicht wie bei den Klimakonferenzen hinterher nur in Dubai oder anderen ölfordernden Staaten landet? Selber kann man aber natürlich auch auf andere Fragen, wen aus der Zivilgesellschaft beteiligt man, damit man nicht hinterher Akteure dabei hat, die nur wie Trittbrettfahrer auf dem Ticket irgendwie sein wollen. Und hast du da irgendwelche Ideen, irgendwelche Ansätze, wie man das wirklich transparent und dann auch fair gestaltet? Ja, ich wiederhole mich. Ich finde es eine charmante Idee, tatsächlich in das Land zu gehen, wo die geringsten Einreisebeschränkungen bestehen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen, dass man wirklich dorthin geht. Und genau, das wurde ja vorhin auch gekontert, dass man nicht alle 9 Milliarden Menschen an einen Ort bringen könnte. Das ist natürlich die totale Verquerung wieder des Arguments, wo wir jetzt bei 0,0001% sind wahrscheinlich. Also es würde ja schon reichen, wenn wir ein paar Prozentpunkte hinzugewinnen würden, die zumindest die Möglichkeit haben, sich auch vor Ort einzubringen und dessen Kurse zu gewinnen. Vielen Dank. Albert, dann hatten wir noch die Frage nach der globalen Zivilgesellschaft, insbesondere wie man Lernpotenziale besser nutzen kann, indem man die kommunale zivilgesellschaftliche Ebene mit denen, die auch auf globaler Ebene agieren, vernetzen kann. Da die Frage würde ich auch nochmal versuchen, an dich zu geben, Nora. Ich weiß nicht, wie viel du da aus deiner eigenen Erfahrung zu sagen kannst, aber auch bei deiner Teilnahme an der CSW beispielsweise. Welche Bemühungen hat es denn da gegeben, Zivilgesellschaft sowohl aus Deutschland als auch aus anderen Ländern, aber insbesondere auch von verschiedenen Aktivitätsebenen quasi zusammenzubringen oder einzubringen? Ja, also wie ich eingangs schon sagte, die Frauenrechtskommission ist wirklich eine der Konferenzen, die so wie man das vermittelt wurde zumindest, es relativ gut hinbekommt, wirklich eine große Bandbreite an Leuten aus der Zivilgesellschaft mit New York zu bringen. Wie das in Deutschland läuft, ist, dass man sich über quasi Organisationen, die im Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen akkreditiert sind, quasi über diese Organisation mitfahren kann, was halt viel über informelle Netzwerke läuft und das ist nie inklusiv. Also damit holt man nie die Leute ab, die wirklich auf der kommunalen Ebene so ja, arbeiten. Also das heißt, so wirklich den Wandel, den man sehen will, wirklich hervorbringen, diese Erfahrung auch weiter kommunizieren könnten. Und ich glaube, ja, das ist halt schwer zu durchbrechen, weil natürlich auch Organisationen wie zum Beispiel UNWIM in Deutschland, also wir sind eine dieser Organisationen, die Möglichkeit haben, Leute aus Deutschland mitzunehmen. Aber wie schaffen wir es mit einem Team von 11 Leuten, das deutschlandweit so zu kommunizieren, dass wirklich die richtigen Leute, die auch wertvolles Wissen haben, mitzubringen. Also ich habe da nicht die Lösung, ich will vielleicht eher so nochmal die Probleme andeuten. Und das ist in einem reichen Land wie Deutschland, das auch vorausgesetzt, dass die Leute, die sich anmelden, das alles auch selbst finanzieren oder die Mittel teilzunehmen,
da selber aufbringen können. Und ich glaube, an diesem Punkt der Finanzierung, da kann man auch Staaten wie Deutschland zum Beispiel in die Verantwortung rufen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich war über die DGVN Deutsche Jugendbeobachterin. Das heißt, solche Programme ermöglichen es Leuten, die sonst wahrscheinlich nicht die Möglichkeit hatten, an solchen Konferenzen teilzunehmen, das eben zu tun. Aber wenn man sich anguckt, welche Länder haben solche Programme, das sind Länder aus Europa. Und als ich in New York war, war noch eine Delegierte der Afrikanischen Union da. Und da gibt es zum Beispiel auch Vorstöße, zum Beispiel über die EU oder auch Deutschland bilateral solche Programme eben ja, global oder zumindest einigen Partnerländern zu fördern, um ja wenigstens Einzelnen diese Möglichkeiten zu bieten, in der Hoffnung, dass es vielleicht so einen Triple-Down-Effekt hat. Aber ja, da stehen, glaube ich, einfach so riesige strukturelle Probleme hinter, die sich gar nicht so schnell lösen. Genau. Gabriele, du hast mir gerade noch signalisiert, dass du ganz, ganz kurz, aber bitte noch mal kurz zu Einsatz zu alternierenden Versammlungsorten. Gerade zu Ende gegangen ist der World Social Forum. Der hat in Nepal stattgefunden. Das ist ein Land, wo man überhaupt kein Visum braucht. Ein least developed country kann ich nur empfehlen, dass man sich solche Länder auch als Behandlungsort. Aber außerdem finde ich es wichtig, noch hinzuzufügen, im Arbeitspunkt, wo verhandelt wird, ist wichtig, nicht nur wer hinreisen kann, wer Zugang hat, sondern auch was inhaltlich vorhanden ist. Keine Kritik an Botschafter Donahue, dem wir wirklich dankbar sind, dass wir überhaupt die SDGs haben. Aber hätten diese Verhandlungen damals in Genf stattgefunden, wo der Menschenrechtsrat sitzt, wo die IDO sitzt, wo sehr viele sozialpolitisch engagierte UN-Organisationen sind und von daher die Vertretungen auch anders besetzt sind, hätten wir vielleicht auch mehr Betonung auf soziale Gerechtigkeit und Umverteilung und Solidarität reinbekommen in den Text. Eine gute These. Vielen Dank, Gabriele, und vielen Dank natürlich auch an dich, Nora, nochmal für die Eindrücke. Die Frage nach der Zivilgesellschaft auch nochmal an Sie gestellt, Herr Rau, auch mit Bitte um eine gerne sehr kurze Antwort. Sie haben sich ja insbesondere auch mit ländlicher Entwicklung, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent, beschäftigt. Wissen Sie, ob es auch dort entsprechend, gerade im Kontext der ländlichen Entwicklung, zum Beispiel zivilgesellschaftliche Akteure gibt, die dann versuchen, ihre Position bei den Vereinten Nationen zu vertreten? Oder ist das für die eine völlig andere Welt? Und was müsste passieren, um denen dann auch die Möglichkeit zu geben, ihre Sichtweise zu schildern? Es ist keine andere Welt, aber es ist eine Welt, wie sie bei uns, also bei der bäuerlichen Bevölkerung auch existiert, gespalten. Wenn eine Zivilgesellschaft aus Sambia, sei es nach Genf oder nach New York geschickt wird, dann werden das ganz bestimmt Vertreter der Großbauern sein, weil die gut organisiert sind. Das heißt, es könnte sehr leicht also zu Lasten der kleinbäuerlichen Bevölkerung ausgehen. Also insofern mit dem Terminus Zivilgesellschaft müssen wir vorsichtig sein. Die Zivilgesellschaft besteht aus zum Teil sehr diametral gegensätzlichen Interessensgruppen. Und das ist die Schwierigkeit. Und insofern möchte ich daran anschließen, an das, was Sie auch gesagt haben, die UN ist eine Staatengemeinschaft in erster Linie. Und sie ist als Staatengemeinschaft eine extrem schwierige, extrem gefährdete, vom Kollaps bedrohte Staatengemeinschaft. Lassen Sie uns dieses Konzept, so unvollkommen es sein mag, nicht dadurch gefährden, dass wir auf diesen extrem vulnerablen Körper UN noch die Debatten um welche Art von Zivilgesellschaft wir da noch mit reinbringen in die Entscheidungsprozesse, nicht noch mehr überlasten. Und letztes Wort, lassen Sie bei uns anfangen. In den Köpfen hier, auch in verschiedenen Ministerien, Landwirtschaftsministerium, Verkehrsministerium, die haben keine Ahnung, dass es sowas wie SDGs gibt. Die Fragen, Agenda 2030, ist das eine Nachfolge von Schröders Agenda 2010? Also, wir müssen das
hier verankern das, was gut daran ist. Also insofern auch die Warnung bei aller berechtigten Kritik, nicht das kaputt reden, was man eigentlich an Positiven über so eine internationale Vereinbarung erst für die Umsetzung bei uns in die Köpfe bringen müsste. Vielen Dank. Wir sind schon deutlich über die Zeit hinaus, was mir sehr, sehr leid tut. Vielen Dank, dass Sie so lange dabei geblieben sind. Und in gewisser Weise hätte das, was Sie gerade gesagt haben, das Plädoyer für die Vereinten Nationen, für unser Zwingeverein natürlich schon ein gutes Schlusswort sein können. Aber zu allem möchte ich dir, Albert, doch nochmal das Wort geben, um auch auf alles zu nochmal zu reagieren, was nochmal gesagt worden ist, vielleicht abschließend. Würde ich aber auch nochmal eine Frage mit bitte um eine ganz kurze Antwort an alle hier auf dem Podium als allerletztes Schlusswort richten. Und zwar, es geht in eine ähnliche Richtung wie die, die Sie gerade schon angesprochen haben, wäre meine Abschlussfrage. Wir haben ja schon gehört, dieses Jahr ist Zukunftsgipfel. Welche, und selbst wenn es ganz illusorische Hoffnungen sind, welche Wünsche für Reformen oder Veränderungen der Vereinten Nationen haben wir oder richten wir im Jahr des Zukunftsgipfels an die Vereinten Nationen mit dem Ziel, dass Verhandlungsprozesse in Zukunft noch inklusiver, transparenter, partizipativer sein können und die Ergebnisse dann auch wirklich umgesetzt werden? Also welche Reformen der Vereinten Nationen, aber auch des globalen Systems braucht es, um zukünftige Agenden besser umsetzen zu können, aber vielleicht auch schon in den Verhandlungsprozessen zu besseren Ergebnissen zu kommen? Albert, ich würde mit dir enden und würde ja vielleicht mit Ihnen, Herr Donio, anfangen. Ja, mal ganz, ganz kurz. Ich meine, man muss sich daran erinnern, dass die Regeln bei der UNO einstimmig beschlossen werden müssen. Das heißt, es gibt ja Länder, die durchaus für die Teilnahme und Zivilgesellschaft sind und andere, die völlig dagegen sind und vielleicht auch so bleiben werden. Das heißt, man muss, ich bin selbst natürlich ja auch der Leiter derjenigen, die eine maximale Teilnahme der Zivilgesellschaft sehen wollen. Aber gerade wegen dieser Einstimmigkeit, Einstimmigkeitsbedingungen, muss man realistisch sein. Übrigens wird der Gipfel, mit dem Zukunftsgipfel in diesem Jahr von Reformen der UNO wahrscheinlich nicht damit wird er nicht beschäftigt werden, weil der Generalsekretär eigentlich eher auf neue Politik hinweisen möchte, die es vielleicht ermöglichen wird, die SDGs zu erfüllen. Also, da geht es nicht um Reformen der UNO. Ich selbst, wenn Sie mich fragen, was ich sehen möchte, ich würde ja sehr gerne einen ganz neuen Sicherheitsrat sehen. Also der Sicherheitsrat ist weitaus die schwächste Stelle im UNO-System. Die Generalvollversammlung ist relativ wirksam. Ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Aber Sie sagten, was stellen Sie sich vor als Reformen der UNO? Mehr Transparenz auf jeden Fall bei allen Verhandlungen, allen Sitzungen. Übrigens gibt es inzwischen Länder, die Gruppen der Zivilgesellschaft nach New York bringen, einschließlich mein eigenes. Ich meine, es gibt ja europäische Länder, vor allem europäische Länder, die mehr Geld dafür ausgeben, dass Vertreter ihrer eigenen Zivilgesellschaft nach New York gehen. Natürlich fliegen das natürlich. Ja. Da hat Albert Tank natürlich völlig recht. Es ist irgendwie bescheuert, dass man so riesige Flugkosten mit einem, dass man die gar nicht mehr berücksichtigt. Aber das ist ein anderes Thema. Also mehr Transparenz. Ich kann das jetzt im Einzelnen nicht tiefer diskutieren. Vielen Dank auch für die ernüchternden Worte. Es ging jetzt gerade tatsächlich, glaube ich, wirklich um Wunschdenken, meinetwegen, dass bei dem Summit of the Future dieses Jahr leider doch wahrscheinlich wieder nicht ganz so viel rumkommen wird. Da haben wir auch noch eine ganze Reihe an DGVN-Veranstaltungen, die da in den kommenden Wochen und Monaten zu kommen werden. Aber trotzdem auch an euch beide vielleicht nochmal die Frage: Was würdet ihr euch wünschen für Reformen, Veränderungen in den Vereinten Nationen, um in Zukunft bessere Verhandlungsergebnisse, aber auch bessere Verhandlungsprozesse, faire Verhandlungsprozesse hinzubekommen?
Ich bleibe mal beim Thema Zivilgesellschaft. Ja, wie gesagt, also die Prozesse, die Verhandlungen finden ja oft jenseits der Zivilgesellschaft statt, aber damit die Zivilgesellschaft auch ihre Stimme finden kann, ist jetzt, glaube ich, wichtig, so diese Teilnahmestrukturen einfach besser auszubauen. Das, also viel passiert einfach sehr ad hoc. Informationen fließen auf ja, Wegen, die eben nicht alle erreichen, da einfach so mehr Klarheit zu schaffen, auch ja, schon im Vorfeld wirklich damit zu planen, weil das oft auch so ein Afterthought ist, was man irgendwie als allerletztes irgendwie mitdenkt, ach, wir könnten hier noch irgendwie ja ein Austauschforum mit der Zivilgesellschaft, hier noch ein Jugendforum, hier noch das machen, sondern das von vornherein wirklich als essentiellen Bestandteil von diesen Verhandlungen mit planen und ja, genauso kommunizieren. Zum Zukunftsgipfel gibt es jetzt den ersten Textentwurf. Er ist insofern positiv, als er ganz stark darauf eingeht, dass wir nukleare Abrüstung brauchen, gegen den neuen Trend, auch in der EU, der schreckliche, wo jetzt Atomwaffen für Europa gefordert werden. Er betont sehr stark Menschenrechte und von daher ist es ein guter Text, aber er ist wirklich erschreckend, ohne wirkliche Einflussnahme durch die Zivilgesellschaft. Wir wurden, ich bin in Women Engage for Common Future, ich bin bei Unrest. Wir haben ganz viele Eingaben gemacht, was wir wichtig fänden. Kurze Sätze, was in den Text rein müssen. Nichts davon ist eingegangen. Und es entsetzt mich deswegen, weil Deutschland mit ihrer angeblich feministischen Außenpolitik mit, also Großsetzungstäter ist von dem Prozess. Und da hätte ich schon gedacht, dass die Zivilgesellschaft mehr ernst genommen wird. Schön, Gabriele. Dieselbe Frage auch an Sie herauf, wenn Sie dazu noch mal was sagen wollen. Nee, ich glaube, ich habe mein Schlusswort schon gebracht. Dann würde ich direkt an dich weitergeben, Alba. Ja, Schlusswort sozusagen. Schwierige Aufgabe. Also ich zunächst kurze Lanze gebrochen für die deutschen Ministerien. Ich glaube, die SDGs sind sehr intensiv dort angekommen und sie werden tatsächlich sehr stark eingebaut, auch als Querschnittsaufgabe durch Weg. Dann würde ich noch sagen, mit Blick auf die Vereinten Nationen, was ich heute noch nicht richtig klar gemacht habe, was mir auch ein Anliegen ist, dass die Vereinten Nationen, vor allem wie ich sie untersucht habe, in den Verhandlungen keine demokratischen Institutionen sind. Also weder die DiplomatInnen, die da sind, sind gewählt, noch die ExpertInnen, noch die Menschen in den Organisationen der Vereinten Nationen. Wie die in diese Position gekommen sind, ist oftmals ganz nebulös, man weiß es nicht, es ist viel Geklüngel dabei. Also das ist sehr schwierig für mich auch aus dieser Perspektive drauf zu schauen, weil eben hier Menschen so essentielle Ziele im Weltvertrag verhandeln, die eben keine demokratische Legitimierung haben, wogleich manche Staaten durchaus als demokratisch bezeichnet werden können. Staaten an sich, das ist mir auch nochmal wichtig, haben auch eine besondere Rolle. Die Vereinten Nationen bestehen aus Staaten hauptsächlich. Ich erzähle es immer in meinen Lehrveranstaltungen, was die Studierenden glauben, was die größte Ungleichheitskategorie oder der größte Faktor für globale Ungleichheit ist. Und dann kommen die drei Klassiker immer. Gender, Race, Class. Das sind so die drei, also Klasse, Geschlecht, Klassifizierung. Das sind so die drei, die standardmäßig kommen. Was aber tatsächlich der größte Faktor für globale Ungleichheit ist, ist Staatsbürgerschaft. Also die Entscheidung, wo ein Mensch geboren wird, inwiefern er sich über Staatsgrenzen bewegen kann, ist am maßgeblichsten Entscheidung für Wohlstand, für Arbeit, für Wohnen, für Bewegung, für Sozialleistungen etc. Also das muss man sich vergegenwärtigen, dass wir hier über ein System die ganze Zeit sprechen, was an sich das größte Problem für globale Ungleichheit darstellt. Das möchte ich an diesem Punkt noch am Ende stark machen. Dennoch, positives Ende. Ich glaube an die Frankfurter Schule. Die Frankfurter Schule hat dieses Stichwort gemacht. Es gibt immer eine Alternative. Ich glaube auch, dass wir hier heute Abend über viele Dinge gesprochen haben und so dargestellt, als wären sie notwendig, als wären sie unumgänglich. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt immer eine Alternative zu den SDGs, es gibt vielleicht auch eine Alternative zu den Vereinten Nationen. Das muss nicht komplett anders sein. Das können Hybride sein, das können Weiterentwicklungen sein. Ich habe heute eine Reform vorgeschlagen, hin zu einer Demokratisierung der Vereinten Nationen. Und das wäre auch ein Weg, den wir hier im Rahmen der DGVN weiterverfolgen können. Vielen Dank. Ganz vielen Dank, Albert. Ich glaube, da bieten sich noch ganz viele spannende Folgeveranstaltungen an. Ganz vielen Dank auch an Sie, an euch alle hier auf dem Podium für die Diskussion und natürlich an Sie im Publikum vor allem, dass Sie so lange durchgehalten haben. Vielen Dank auch an diejenigen, die online teilgenommen haben. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen guten Abend und
eine gute Rückreise, wohin auch immer es noch geht, und natürlich noch einmal die Erinnerung daran, dass alle, die hier vor Ort in Berlin sind, auch gerne noch die Möglichkeit wahrnehmen können, mit uns zusammen gleich zum Abendessen und weiteren Austausch zu kommen. Vielen Dank.